Ja, ihr Lieben, wir grüßen euch natürlich heute ganz, ganz herzlichst zu unserer Live-TV-Sendung mit Berufungscoach Heidi Wellmann. Heute seht ihr Heidi im TV und ihr seht auch mich, die Sanara, im TV. Somit ist es sehr bewegt und das soll auch so sein. Heidi, wir haben heute Premiere mit unserem Genau. TV, mit dir. Und ich finde Genau, es live und in Farbe und in bewegten Bildern. herrlich. Ich kann dich so schön sehen und das macht einfach Freude und Spaß. Und ich finde es einfach klasse. Und heute hast du dir ein super tolles Thema ausgesucht. Deine Themen sind sowieso alle klasse. Lösen von Blockaden, welche dich daran hindern, deine Berufung zu leben, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Ja, liebe Heidi, Ja. da bin ich schon ganz gespannt, was es da gibt. Genau, da werden wir ein bisschen tiefer heute einsteigen und da freue ich mich sehr, weil das nämlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist und gerade zur jetzigen Zeit ja ein essentielles Thema. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn du sagst ja immer, auch den Seelenplan erfüllen. Ich möchte aber Ja. vorab noch etwas sagen. Für alle, die jetzt im Radio warten, wann fängt Heidi Wellmann an? Tut mir leid, Heidi Wellmann ist heute nicht im Radio, heute im TV. Und sie bleibt auch nach dem Interview noch weiterhin zum Anschauen hier im TV. Also man kann immer wieder das Interview sich auch wieder anklicken und anschauen. Jedoch werden wir es auch für alle Radiohörer natürlich im Nachhinein auch nochmal im Radio senden, sodass man es auch unterwegs mal hören kann. Denn es muss ja nicht bewegt sein, man kann es ja auch hören. Ja? So, Genau. das nochmal so ein bisschen zur Technik. Ich möchte auch noch für alle Zuschauer jetzt sagen, wenn ihr jetzt auf unserer RLB Lotusblüte Radio und TV-Seite seid, es ist ja noch alles ziemlich neu, dann bitte geht unten auf den Radioplayer und bitte drückt dort auf Stopp. Weil sonst habt ihr ja noch einen Ton dabei, das wäre ja schrecklich. Und oben im TV-Fenster bitte das TV-Fenster aktivieren. Ich glaube, das haben wir alle schon ganz oft gemacht. Und dann gibt es da links auch einen kleinen Lautsprecher, da kann man auch alles lauter stellen. Also probiert es einfach mal aus. Ihr könnt auch nichts kaputt machen. Ja? So, Heidi, fangen wir jetzt mal an mit deiner wunderbaren Vision oder Lösen von Blockaden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Genau, also es liegt mir sehr am Herzen. Vor allen Dingen ist es, ich meine, mein Schwerpunktthema ist ja so dieses Thema Berufung, Lebensaufgabe, Seelenplan. Da begleite ich ja Menschen schon seit vielen Jahren. Und Grundlagenarbeit ist immer eben dieses Thema Arbeiten, ja, beziehungsweise erstmal Wahrnehmen von Blockaden überhaupt. Was sind meine Blockaden? Und ja, die auch zu lösen. Ja, also ohne das kann ich mich mit dem Thema Berufung beschäftigen bis zum Umfallen, ja. Und es wird sich nur schwer etwas verändern, wenn ich nicht bereit bin, sozusagen mich meinen Ängsten, weil die gehören auch dazu, zu diesem Thema Blockaden, ja, wenn ich mich denen nicht stelle. Genau. Genau, ich denke gerade die Ängste, diese Blockaden, das sind ja so unsere, ich sag mal, Aufhalter, will ich mal so sagen, die uns immer wieder hindern, irgendetwas mal in die Tat umzusetzen. Ja, es ist aber auch, Ängste sind letztendlich auch dafür da, ich habe immer so das Gefühl, Ängste, die sagen immer, hallo, hallo, da bin ich, ja, nimm mich wahr, da ist noch ein Thema, das du noch nicht angeschaut hast, das du noch nicht bearbeitet hast, das du nicht sehen willst oder noch nicht sehen kannst, ja. Im Grunde sind Ängste auch immer, ja, auch wenn sich das auf den ersten Moment so ein bisschen blöd anhört, aber im Grunde sind es auch immer wieder Geschenke, ja. Wenn ich mich einer Angst stelle und sie bearbeite, das kennt jeder. Also, ja, vielleicht hast du irgendwie Angst vor, also ich hatte mal extreme Angst vor Hunden und ich habe dann wirklich an diesem Thema gearbeitet. Heute ist es so befriedigend, also ich kann heute unfallfrei neben einem Hund laufen, ja, oder sogar auf den Hund zugehen. Das konnte ich früher nicht. Früher bin ich, wenn ein Hund auf mich zugekommen ist, bin ich stehen geblieben, wie stocksteif, ja. Aber das ist so ein wunderbares Gefühl, zu wissen, dass ich diese Angst überwunden habe. Das macht mich frei und es macht mich stark, ja. Und so komme ich sozusagen, also ich stelle mir mal vor, wie wenn ich dann noch mehr zu mir komme. Ja, von daher ist dieses Thema eben Ängste, natürlich Thema Blockaden, gehört zusammen. Genau. Ich denke, unsere Angst soll uns auch etwas zeigen und sagen, jedoch darf ich mich auch nicht von meiner Angst beherrschen lassen. Genau so ist es. Denn dann Also würde sie mich ja hindern, ne? genau, Genau. also Ängste sind, also im Grunde, ich glaube, das kennen wir alle, die sich mit spirituellen Themen beschäftigt haben, wissen natürlich, dass es im Grunde nur zwei
Zustände gibt. Ja, das ist einmal sozusagen aus der Angst heraus, ja, oder der Liebezustand. Die Frage ist, was wähle ich immer? Ja, und nicht immer ist mir bewusst, ob das wirklich ja, ob das etwas mit Angst zu tun hat oder mit Liebe zu tun hat. Ja, aber es gilt meines Erachtens einfach diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Und zu sehen, okay, wenn ich tatsächlich aus der Angst etwas handle, was ist es? Ja, was will mir hier, was will ich hier erfahren, was will ich hier sehen, was will ich lösen und so weiter. Um dann es aber auch anzugehen. Und du hast vollkommen recht. Also Ängste sind nicht da, um uns zu leben und um uns das Leben schwer zu machen in dem Sinn oder dass wir Dramen und so weiter, sondern wirklich Ängste sind da, damit wir Erfahrungen machen können. Genau. Ja, bedeutet aber auch, dass ja, dass wir diese Ängste ja bearbeiten, verändern können. Genau. Ganz wichtig. Jedoch, ich sag mal so, wenn es um meine Berufung geht, ich vielleicht etwas habe, wo ich sage, ja, das ist genau das, das würde ich gern machen. Da sehe ich auch meine Kreativität drin, da sehe ich mich selbst drin. Und trotzdem, innerlich, zieht sich bei mir der Magen zusammen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Bammel. Ja. Kann das auch so eine Angst sein, die mich da warnt oder die mich hindert? Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil die meisten Menschen, die ja schon wissen im Grunde, was ihre Berufung ist, haben oft mit Ängsten zu tun. Ja? Also da kommen Ängste so hoch, ist es das Richtige? Ist es wirklich das meine Berufung? Kann ich das überhaupt? Braucht das überhaupt jemand, was ich da anbiete? Kann ich überhaupt davon leben? Ja? Und ganz ehrlich, also dieser Punkt ist wirklich so, so wichtig. Dem auf den Grund zu gehen, das zu analysieren. Was für eine Angst ist es? Ist es wirklich eine Angst, so wie du es eben gesagt hast, die mir etwas aufzeigt, ja? Oder bin ich da schon so da drin verstrickt? Und manchmal, und das ist jetzt ganz spannend, gerade in dem Thema, das du eben angesprochen hast, ist es oft so, dass wir Ängste gar nicht als Ängste wahrnehmen. Das absolut Schräge ist ja im Prinzip, dass wir Ängste als Wahrheiten wahrnehmen, ja? Also zum Beispiel, ich kann, es ist nicht möglich, von dem, was ich ja, machen möchte, auch davon zu leben. Das ist für viele Menschen eine Wahrheit. Per se ist es aber keine Wahrheit. Das ist nur eine Wahrnehmung. Ja? Und da gilt es auch, der Sache auf den Grund zu gehen, warum ist es so? Warum ist es wirklich, also was denke ich zum Beispiel? Und deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn es um das Thema Berufung, Lebensaufgabe, Seelenplan geht, erstmal wirklich diese ganzen, was denke ich über dieses Thema überhaupt, einfach mal aufzuschreiben. Einfach noch mal sich Notizen zu machen und zu sehen, sind das wirklich dienliche, kraftvolle Gedanken, die ich zu diesem Thema habe? Oder sind es hemmende, ängstliche, blockierende Gedanken? Und daraus erkenne ich ganz genau, welche Themen wirklich Blockaden sind. Ja? Also, dass ich von meiner Berufung nicht leben kann, hat so gut wie immer mit irgendwelchen Ängsten zu tun und ist keine Realität, ist keine Wahrheit. Auch und obwohl ich es vielleicht genauso wahrnehme. Ja, und das gilt es wirklich zu hinterfragen, warum ist es so? Wo kommt es vielleicht her? Ja, hat es vielleicht mit meiner Kindheit etwas zu tun oder wie auch immer? Also der Sache auf den Grund zu gehen und dann auch bereit zu sein, sich dem Ganzen zu stellen. Das Interessante ist, dass viele Menschen Angst haben, sich ihren Ängsten zu stellen, ihren Blockaden. Also lieber übergehen wir das und laufen weiter und probieren wie verrückt. Also das ist ein Phänomen, das ich bei mir selbst schon wahrgenommen habe und bei vielen meiner Klienten auch. Anstatt den Ängsten sich zu stellen, gehen wir lieber den bekannten Weg weiter. Also wir mühen uns ab und versuchen alles Mögliche, um unsere Berufung zu leben, auf Teufel komm raus und stellen alles Mögliche an, anstatt wirklich durch dieses Thema Ängste hindurchzugehen. Es ist vielleicht im ersten Moment der etwas schmerzhaftere Weg, aber das ist nicht unbedingt immer der Fall. Es ist oft der viel längere Weg, wenn ich mich mit allem Möglichen abmühe und die Dinge verdränge, weil sie kommen sowieso hoch, früher oder später. Genau, Heidi. Ich denke, das sind auch die alten Glaubenssätze, die wir irgendwo in uns tragen, bestimmt aus der Kindheit bedingt, Schulzeit oder wo auch immer. Und diese Glaubenssätze, die können wirklich total hinderlich sein, weil sie prägen sich ja bei uns ein. Sehr tief. Genau, und das Interessante ist ja, dass sie eben nicht unbedingt, dass wir sie so nicht wahrnehmen.
sondern dass wir wirklich Glaubenssätze, auch nicht dienliche Glaubenssätze, als absolute Wahrheit wahrnehmen. Das ist auch sehr interessant. Beobachte mal Menschen, die Sprache von Menschen. Wie sprechen Menschen über bestimmte Themen? Ja. Die können dir irgendeinen Roman erzählen, sage ich mal, und du hörst aber was ganz anderes raus, wenn du genau hinhörst. Ja. Also Menschen, die sagen, ja, aber ich will doch meine Berufung leben und ich habe schon alles gemacht und so weiter und so fort. Und ja, aber es klappt irgendwie nicht, weil, na, so irgendwie mit dem Geld und Sonstiges. Und wenn du da ein bisschen genauer hinterfragst oder ins Gespräch dann gehst, dann merkt man vielleicht, welche Glaubenssätze zum Beispiel zum Thema Geld belegt sind, ja. Weil man in der Kindheit vielleicht immer gehört hat, ja, Geld wächst nicht auf Bäumen oder sowas in die Richtung, ja. Das sind Glaubenssätze, die tief verwurzelt sind in uns, ja. Und die erstmal gar nicht als negativ erscheinen, sondern wie gesagt, wir nehmen es als Wahrheit wahr. Genau. Naja, es sind eingepflanzte Dinge, die einfach uns immer wieder auch gesagt wurden und die wir auch irgendwann von Kindesbeinen an, ja, natürlich glauben, ist doch logisch. Das Leben ist nicht leicht, du musst ganz schön rackern für dein Geld und. Das sind alles Dinge, die bleiben, wenn wir nichts dran ändern. Und Ja, Heidi, und gerade so die, ja, du wärst gerade so nicht die Heidi ersten Wellmann. Jahre. Bitte, ich habe dich jetzt, Ich sag, Entschuldigung. und du wärst nicht Heidi Wellmann, wenn du uns nicht sagen würdest, wie wir was ändern können. Genau. Ja, also ich finde es wichtig, erstmal überhaupt so ein Thema, zu diesem Thema Bewusstsein zu bekommen. Also wirklich auch den Mut, und ich wähle jetzt auch bewusst das Wort Mut, zu haben, sich seinen Ängsten auch zu stellen. Also ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir meistens irgendwie uns vor unseren Ängsten fürchten und nicht bereit sind, genauer hinzuschauen. Aber nimm dir doch einfach mal bewusst Zeit. Vielleicht hast du Lust, nach dieser Sendung einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und einfach mal in die Stille zu gehen und dich wirklich mal zu fragen, was denkst du über das Thema Berufung, über das Thema Lebensaufgabe, Seelenplan? Schreib dir doch mal bitte alles auf und dann sieh, was du aufgeschrieben hast. Nicht nur drüber nachdenken. Das ist das Nachdenken, sich Gedanken darüber machen, das ist ganz nett. Aber ich bin, wer mich kennt, wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, ich bin Fan von Schreiben, weil das Schreiben hat nämlich folgende Wirkung, unter anderem, dass die Dinge schon mal also rausgekommen sind. Ja? Also sie sind dann nicht nur in mir und wirken nicht nur in mir, sondern sie können rausgehen. Und wenn ich etwas aufgeschrieben habe, erkenne ich manchmal auch, dass ich einfach nur, in Anführungsstrich, dass ich mir das zurechtdenke oder dass das etwas ist, was ich lang ja, übernommen habe. Also erstmal sich dieses Bewusstsein schaffen, was für Ängste, welche Blockaden habe ich tatsächlich. Einfach mal aufschreiben und das Ganze dann mal einfach schauen, was springt dich davon an? Ja? Welches Thema ist wirklich so hinderlich, ja. Vielleicht gibt es ja auch so Themen, die einfach irgendwie so auch ein bisschen so zusammengehören, ja. Das eine bedingt das andere. Also erstmal das Bewusstsein ist das aller Wichtigste, ja. Und da empfehle ich wirklich aufzuschreiben. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ganz wichtig. Ja. Das Aufschreiben, dass es uns auch mal vor Augen geführt wird, wir es nochmal genau. lesen können, das ist auch wichtig, um da nochmal zu schauen, ja, wo finde ich mich oder wo sehe ich mich überhaupt, ja. Genau. Ja, also einfach das wahrzunehmen. Genau, ja. Also genau. Das ist jetzt Ist-Stand. Und hier liegt mir etwas wirklich ganz, ganz besonders am Herzen. Wir neigen ja oft so dieses ja, scheinbar Negative oder was nicht so positiv ist, wegzudrängen. Aber durch diesen ersten Schritt, dass du es wahrnimmst, bringst du wirklich etwas in Bewegung. Und das ist eigentlich wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares. Und der zweite Schritt, der jetzt kommt, der ist genauso wichtig, nämlich das Anerkennen und das Annehmen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ja, vielleicht hast du Ängste, vielleicht hast du, frönst du wirklich dem Glaubenssatz, ich kann von meiner Berufung nicht leben. Ja, vielleicht hast du den einfach übernommen oder du glaubst sogar, du hast keine Berufung oder keine Lebensaufgabe. Ja, wie auch immer, welche Glaubenssätze, die dich da auch sozusagen begleiten. Aber indem dass du sie wahrnimmst und wie gesagt, das Annehmen, also rausgehst aus diesem, ich sage immer, aus diesem Kampfmodus. Ja? Also aufhörst zu kämpfen gegen das, was ist, auch wenn es nur unterschwellig ist. Rausgehen aus diesem Kampfmodus des Annehmen. Weil Annehmen bedeutet, dass du ins Hier und Jetzt zurückkehrst. Kämpfen bedeutet, du bist nicht im Hier.
Und wenn du nicht im Hier bist, kannst du nichts verändern. Es ist unmöglich. Es ist einfach nicht möglich. Ja? Und uns das bewusst zu machen, also dieses Bewusstsein und das Annehmen und akzeptieren, es ist so. Dieses die Folge von meinem Denken, Handeln, Fühlen und so weiter, was bis jetzt war. Und jetzt stehe ich hier. Nur jetzt habe ich, also hier und jetzt, ja, in dem berühmten Hier und Jetzt, ja, kann ich etwas ändern. Nur jetzt. Ja. Aber dafür ist es wichtig, ja, in Frieden zu kommen. Ein Frieden ist, wenn ich das annehme, was ist. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Das kenne ich auch von mir. Ja, gerade beim Thema Berufung, wenn ich merke, dass ich vielleicht mich selbst sabotiere, indem ich einfach ja, falschen, in Anführungsstrich, Gedanken in Gängen nachhänge oder Glaubenssätze. Und oft sind wir viel zu streng zu uns selbst. Ja, also da in Frieden mit uns selbst zu kommen, das ist natürlich Thema Vergebung und so weiter, kommen ja viele Themen damit rein oder spielen damit rein. Ja, das ist schon manchmal harter Tobak, aber ehrlich, das lohnt sich. Also dieses Annehmen, wir haben sowieso keine andere Wahl. Also ich kann so weitermachen, dann ist es ganz besonders anstrengend, oder ich kann da reingehen und die Schritte sozusagen in die Wege leiten, dass es Stück für Stück besser wird. Und das wird es. Ja, Auf durch den jeden Fall. Frieden, schon allein dadurch schaffst du ein ganz anderes Energiefeld. Genau. Und indem man natürlich auch endlich diesen Kampfmodus aufgibt und aus dem Genau. Kämpfen mal herauskommt, das ist ja auch so wichtig. Ja. Ja, genau. Also sehr, sehr wichtig. Also ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Weil wenn wir das nicht tun, also wenn ich immer mir wieder mir Gedanken mache, Mensch, ich hätte doch und vielleicht vor 5 Jahren hätte ich das machen können oder jetzt bin ich doch schon, keine Ahnung, so alt, ich bin 40, 50 oder wie auch 60 und das klappt jetzt nicht mehr. Ja, früher hätte ich das gekonnt, aber jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Was auch immer, wo du auch immer nicht im Frieden mit dir bist, wo du nicht, wir wissen, was Frieden ist. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Jeder weiß das. Ja? Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, kannst du auch nicht wirklich deine Berufung leben. Das ist sehr, sehr schwierig. Dann nimmst du dich ja gar nicht wahr. Wie willst du, wenn du nicht im Frieden bist, wie willst du, wenn du im Kampfmodus bist, gegen etwas kämpfst, wie willst du dann deine innere Stimme wahrnehmen, deinen inneren Ruf wahrnehmen, deine Seele ja, wirklich wahrnehmen? Das ist so gut wie nicht möglich. Und das vergessen wir auch in dieser ganzen Konstellation. Wir wollen schnell, nicht selten kommen Menschen zu mir und sagen, ja, ich will jetzt herausfinden, was meine Berufung ist. Und dafür habe ich jetzt, keine Ahnung, weil ich jetzt nur noch 2 Monate Arbeitslosengeld bekomme, habe ich genau noch 2 Monate Zeit. Okay. Ja, das hört sich jetzt lustig an, aber das ist keine Seltenheit, die ich erlebe. Ja, glaube ich. Ja. Und wenn man das so erzählt, sagt natürlich jeder, ja klar, man muss Zeit und so weiter, ne? So funktioniert es nicht. Aber viele Menschen sind genau in dieser Phase drin. Also erst in den Frieden kommen, annehmen, raus aus dem Kampfmodus. Und wenn ich da diese Basis, auch viele sagen, ja, aber ich will jetzt praktisch sein, ich will jetzt so das Thema Berufung angehen, ja, und ich will da wirklich etwas schon in dem Thema machen. Und wollen diesen ersten Bereich so ein bisschen, habe ich immer so das Gefühl, überspringen. Und schnell drüber gehen. Ja, ich habe mich jetzt mit dem Thema beschäftigt und jetzt können wir weitermachen. Ne? Also, so, ich will jetzt so Thema Berufung, was ist es jetzt und wie kann ich es machen und so weiter. Aber ich kann aus tiefster Überzeugung sagen und aus wirklich jahrelanger Erfahrung, dass wenn ich mich diesem Bereich widme, dass dieser ganze Prozess der Berufung, also was ist meine Berufung, wie lebe ich die, wie lebe ich von ihr, wenn ich diesen Anfangsprozess detailliert mich dem ganz hingebe und das löse, ja, und transformiere, dann ist dieser andere Bereich, der ist viel, viel einfacher und geht viel, viel schneller vonstatten. Aber wir machen es meistens genau umgekehrt. Wir kümmern uns, was ist meine Berufung, ja, und wie setze ich das um, anstatt diese Vorarbeit, sage ich jetzt, zu machen. Dadurch dauert es für viele Menschen, das ist etwas ganz Spannendes. Es ist fast wie ein Geheimnis, dass dann dieser Bereich relativ lange dauert. Also dieser Bereich, was ist meine Berufung, wie setze ich das Ganze um und so weiter. Das dauert ja bei ganz vielen Menschen ganz, ganz lange. Aber nur, und das, wie gesagt, das ist das eigentlich fast Entscheidende, nur weil wir uns am Anfang diesen ganzen Bereich, den ich eben erwähnt habe, also die Blockaden, die Ängste und so weiter, sich die erstmal bewusst zu machen, eben dieses Annehmen, Akzeptieren und raus aus dem Kampfmodus zu gehen, weil wir das nicht
in der Tiefe getan haben. Genau. Und auch, Das die ist meine Erfahrung. und auch die Geduld, die natürlich immer wieder fehlt. Die meisten wollen natürlich alles jetzt sofort oder am besten gestern. Und damit es auch schon perfekt ist, das ist natürlich auch Mit ein einer Thema. Zauberformel. Mit Genau. einmal drei umdrehen und einmal zack machen und keine Ahnung, noch irgendetwas, eine Formel aufsagen und dann ist es. Aber Genau. hey, wo bleibt dann der Spaß, die Erfahrung, wenn es so Das ist es. funktioniert? Ja. Das ist immer ein Thema, wo man sagen kann, ja gut, ich verstehe natürlich die Menschen, wenn sie sagen, ja, ich habe Existenzängste oder ich bin arbeitslos und ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, ich bin so und so alt und, und. Das sind natürlich all die vorgefertigten Dinge, die da wieder ja ganz doll hochkommen. Das verstehe ich natürlich sehr, sehr gut. Jedoch darf ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen, Heidi, oder? Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja kein Mensch, der keine Erfahrung hat und nur irgendwie jetzt darüber spricht und alles irgendwie Friede, Freude, Rokoskuchen ist, ja. Sondern, nee, im Grunde ist es so, ich habe vieles selbst erfahren. Ich weiß, was es heißt, keine Kohle zu haben. Und ich meine das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir gab es Zeiten, da wusste ich nicht, wie ich die nächste Miete, also am nächsten Tag die Miete bezahlen soll. Oder was ich mir am nächsten Tag, mit was ich mir irgendetwas zu essen kaufen soll. Solche Zeiten gab es in meinem Leben. Ich habe alles sozusagen, was dieses Thema betrifft, ich habe das durchlebt. Von daher, ich kann Existenzgründe mehr als nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist. Aber genau deswegen, weil ich das auch alles erlebt habe, durchlebt habe, mich diesen ganzen Themen gestellt habe und über die Jahre, und ich spreche jetzt wirklich auch dann über einen längeren Zeitraum, was vielleicht nicht immer so lang sein muss, wie ich den Weg gegangen bin, aber ich weiß, von was ich spreche und ich weiß auch, dass es veränderbar ist. Ja, und dass wir mächtige Schöpferwesen sind. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Also kein ich sage jetzt mal, Buchwissen in dem Sinn, ja, also es funktioniert mit Manifestieren und tralala, natürlich, ja, das auch. Aber ich kann Ängste wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich auch eine Wahl treffen muss. Will ich diese Ängste leben? Also auch, ich habe auch keinen Bauchweh damit, wenn jemand sagt, okay, für dieses Leben habe ich entschieden, alle Ängste irgendwie zu durchleben und sie einfach nur zu erfahren, nicht zu ändern. Wenn das dein Seelenplan ist, hey, ich entscheide nicht darüber. Das ist dein Ding, ja. Ja. Aber wenn das nicht so ist, wenn du merkst, das ist es nicht, also da steckt noch mehr dahinter, dann wird es auch Zeit, irgendwann erste Schritte zu tun. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch etwas ansprechen, das mir zurzeit wirklich ganz besonders auffällt. Ich habe so das Gefühl, dass Menschen Dinge verändern wollen und dann, so wie du es eben auch schon gesagt hast, so schnell, ja. Und es muss auch schnell etwas funktionieren. Und wir glauben auch, dass dann, wenn wir es jetzt entschieden haben, irgendetwas zu tun, dass dann riesen Veränderungen stattfinden. Meine Erfahrung ist aber die, dass vieles so Schritt für Schritt passiert. Also ich fange jetzt heute zum Beispiel nach diesem Interview und es inspiriert mich irgendwie, ja. Und du denkst, hey, cool. Ja, ich habe irgendeinen Impuls mitgenommen, irgendeinen einzigen Impuls. Das reicht schon völlig aus. Vielleicht hast du nur 5 Minuten gehört und du hast einen Impuls gehört und das ist es. Dann setzt das aber heute sofort, ja, spätestens morgen früh in deinem Leben um. Mach den ersten Schritt. Beweg dich im ersten Schritt raus aus deiner Komfortzone. Nur einen kleinen Schritt. Du musst nicht die 10 Schritte auf einmal gehen. Du musst nicht morgen deinen Job hinschmeißen, dich selbstständig machen, dich von deinem Partner trennen, die Kinder rausschmeißen, dein Haus verkaufen oder irgendetwas. Du kannst alles Stück für Stück machen. Ja, einen kleinen Schritt. Vielleicht reicht es, dass du einfach dir heute erstmal Gedanken machst, okay, welche Blockaden habe ich? Und morgen kümmerst du dich ums nächste Thema. Beweg dich raus. Und wenn du merkst, okay, du hast eine Blockade, dann setz Dinge in die Wege, damit du die Blockaden lösen kannst. Arbeite an dir. Vielleicht engagierst du einen Coach. Vielleicht buchst du einen Workshop. Vielleicht gehst du raus in die Natur und schreist es raus. Was auch immer. Aber du tust etwas. Du bewegst dich raus. Ja, weil wir glauben, wir wollen Dinge verändern, tun aber nichts dafür, tun nichts anderes dafür, wie das, was wir bis jetzt gewohnt sind. Ja, so kann ich nichts verändern. Dann bleibt es doch gleich. Ist doch logisch. Ja. Heidi, Also das Thema Schritt für Schritt aus der Komfortzone raus, das wollte ich noch damit noch mal klar Heidi, du rüberbringen. sagtest vorhin so schön, du hast es selbst erlebt an dir selbst, dass du auch nicht wusstest, wie du morgen am nächsten Tag leben solltest, deine Miete begleichen solltest, etc. Ja. Ich denke, du hast auch ganz viel Ängste in dir getragen, oder? Ja,
Genau. Also Wie ich bist du habe denn damit diese. umgegangen? Wie hast du das für dich denn kompensiert? Ja, also für mich war es so, dass ich gemerkt habe, also das war vor circa 15 Jahren ungefähr, oder ein bisschen länger noch, da ist bei mir so ziemlich alles zusammengebrochen. Also die damalige große Liebe war irgendwie war beendet. Mein Sohn, der war in einer sehr schwierigen schulischen Situation. Wir waren damals mit der Selbstständigkeit, das hat alles nicht so geklappt, wie wir das wollten. Also nach dem anfänglichen Hi, ja, hat es dann irgendwie Wumm, ja, hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Also es kamen ganz, ganz viele Faktoren zusammen und dann eben auch das Thema Finanzen. Und ich war völlig verzweifelt. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und man muss dazu wissen, ich war vorher sehr erfolgreich und man hat mir immer eine große Karriere vorausgesagt, ja, weil ich ehrgeizig bin und mutig und so weiter. Und dann war jetzt auf einmal genau das Gegenteil. Also, wie gesagt, hat nichts funktioniert. Ich war überall, wo ich hingelangt habe, habe ich gedacht, ich lang in die Scheiße, ja. Also es kam immer noch mehr dazu. Und für mich war das, also das Wichtigste war, dass ich mir das überhaupt eingestanden habe. Also das war für mich ganz schwer, dass ich hier wirklich, dass die Kacke am Dampfen ist, um das mal ganz praktisch zu sagen. Ja, also es war das Annehmen, es ist jetzt einfach so. Und das Zweite ist, ich war ab damals angefangen, ich habe ja ständig irgendwie rund um die Uhr gearbeitet, so gut wie nicht geschlafen, dann irgendwie noch Mutter in Anführungsstrich gespielt und alles irgendwie gleichzeitig gemacht. Ach so, damals habe ich auch noch mein Studium fertig gemacht, meine Diplomarbeit habe ich damals auch noch geschrieben. Also es war irgendwie ziemlich aufregend, die Zeit. Und ich bin aber irgendwann, habe ich die Entscheidung getroffen, also entweder drehe ich durch, ja, oder ich muss zu mir kommen. Und dann habe ich angefangen, damals wieder ganz bewusst in die Natur rauszugehen. Also ich bin jeden Tag rausgegangen. Am Anfang bin ich nicht so bewusst durch die Natur, muss ich gestehen. Also heute, wenn ich in die Natur gehe, nehme ich die Natur bewusst wahr. Also ich nehme wahr, was für ein Wetter es ist, ja, Pflanzen und so weiter. Damals bin ich raus und bin mir die Seele aus dem Leib rausgerannt. Ich habe geschrien, ich hab vor allen Dingen gerannt. Also ich bin damals um mein Leben gerannt sozusagen in der Natur. Und habe aber dann gemerkt, dass das wirklich, also draußen in der Natur, ich habe schon immer eine besondere Verbindung dazu. Und da kam das nochmal wirklich so. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich also ins Büro zurückgekommen bin zum Beispiel, aus dem Wald, da war ich irgendwie ganz anders. Das war ganz anders. Also ich habe dann irgendwie wie Kraft getankt. Und dann habe ich das immer mehr in mein Leben integriert. Und dann kamen natürlich noch andere Themen dazu, dass ich bestimmte Bücher gelesen habe. Ich habe wirklich an meinem Denken gearbeitet. Mir war klar, wenn ich so denke, immer nur Stress und Angst und was natürlich ständig hochkam, wenn ich mich immer dem hingebe, dann funktioniert das nicht. Dann komme ich immer weiter in die Spirale. Also das war mir schon bewusst, weil ich mich auch schon früher mit solchen Themen beschäftigt habe. Also habe ich das auch sozusagen wirklich versucht, immer mehr zu mir zu kommen. Das waren auch die Anfänge meiner Meditationszeit, was nicht so ganz gut gelungen ist, muss ich gestehen. Also es war ein bisschen schwierig am Anfang mit Meditieren. Klar, wenn alles so zusammenbricht, dann sich hinzustellen, ja, oder hinzusetzen, um, ist ein bisschen schwierig. Da hat es mit dem Wald besser geklappt, ja. Deswegen finde ich auch immer toll, wenn jemand sagt, ja, meditiert doch und kommt zur Ruhe. Dann denke ich immer, haha, ja, wenn man so unter Strom steht, dann ist es sehr schwer mit dem Meditieren, ja, um zur Ruhe zu kommen. Aber es können andere Hilfsmittel sein, wie eben zum Beispiel die Natur. Und da auch viel Körperlichkeit. Also, wie gesagt, ich bin damals sehr viel gerannt, ich war viel draußen, ich habe viel Sport gemacht. Ja, das war für mich also der Anfang, sage ich jetzt mal. Dann kamen noch andere Themen dazu. Ich denke, dass du so deine Ventile öffnen können, ja, so in der Natur. Ja. Denn ich denke, die Natur, die ist sehr gut. Wenn ich mich Ja. also in die Natur begebe, ist für mich auch, dann merke ich irgendwo, ich lenke mich ab und ich leite auch etwas aus. Ich Genau. bin ein anderer Mensch. Ja, Ja. also da, am Anfang, wie gesagt, in dieser ganz schweren Zeit war das eher so, ich gehe raus, rennen und so. Später kam dann dazu, dass ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, die Natur ist wirklich mein Zuhause. Also ich habe immer wieder wahrgenommen, ich hatte auch immer da, auch damals schon das Gefühl, wenn ich in die Natur gehe, komme ich, wie wenn ich nach Hause kommen würde. Am Anfang habe ich das Gefühl noch gar nicht so sehr wahrgenommen. Also es hat sich nur gut angefühlt, aber ich habe nicht so wahrgenommen die Hintergründe. Mit der Zeit
bin ich auch viel bewusster in die Natur gegangen. Dann kam natürlich auch so dieses Thema, dass ich die Pflanzenwelt mehr wahrgenommen habe. Dann kam meine Liebe für die Wildkräuter und so dazu. Also wenn ich heute in die Natur, in den Wald rausgehe, dann gehe ich bewusst raus, ja. Und dann renne ich auch nicht, also ich renne auch mal wieder durch, das ist nicht. Aber ich gehe grundsätzlich bewusst in die Natur und nehme das wahr. Und nehme die Natur, und da, das ist dann war auch der nächste Schritt, die Natur wirklich auch so wahrzunehmen als etwas Reinigendes. Also wenn ich heute zum Beispiel auch in die Natur rausgehe, gehe ich oft mit dem Bewusstsein loszulassen. Also ich gehe in den Wald rein und stelle mir wirklich vor, wie ich alles loslasse, was gerade nicht mehr zu mir gehört. Also all diese Energien. Also ich reinige im Grunde auch meinen feinstofflichen Körper und meinen Geist, indem ich einfach auch loslasse. Ja? Und mich mit Mutter Erde verbinde, vielleicht sogar barfuß. Ich meine, bei dem Wetter ist heute ist ein bisschen matschig. Also heute wird es eher Spaß machen, die Zehen in den Matsch reinzumachen. Ja, aber ansonsten ja, rauszugehen und vielleicht auch die Energie von Bäumen. Also das finde ich auch noch etwas ganz, ganz Wunderbares. Ich weiß, es ist so ein bisschen lustig, wer das noch nicht gemacht hat, fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch. Aber hey, hast du wirklich schon mal einen Baum umarmt und einfach mal diese Energie wahrgenommen? Das ist unglaublich, unglaublich, wenn man sich darauf einlässt. Ja, vielleicht am Anfang fühlt man gar nicht so viel. Also ein Freund von mir, als er das erste Mal gemacht hat, hat gesagt, ich merke nichts. Da tut sich nichts. Ja, aber wir sind dann öfters in den Wald zusammen und dann mit der Zeit, also er sieht es jetzt auch so, er fühlt jetzt auch etwas, ja, er fühlt die Energie. Das ist auch ein Öffnen, also mich öffnen für die Natur auch in mein Feld sozusagen einladen und wieder Teil von und mit der Natur zu sein. Ich glaube übrigens, dass und die meisten Probleme, die wir als Menschheit haben, darin begründet sind, dass wir uns abgeschnitten haben von der Natur, also nicht mehr mit und in der Natur leben. Ja, wir leben in irgendwelchen Betonklötzen und gehen ab und zu mal sonntags zum Sonntagsspaziergang raus in den Wald oder in den Park oder wenn überhaupt, ja. Aber so dieses Leben mit und in der Natur, das gibt wirklich Kraft, das auch bewusst zu machen. Und ist gleichzeitig ein Heilmittel, ja. Und natürlich klärt auch Energien. Also deinen feinstofflichen, also Körper zu reinigen, das kann man wunderbar in der Natur. Ja, also Du hast wenn ich etwas dort. sehr Schönes gesagt, Heidi, einen Baum zu umarmen. Das ist ein Erlebnis, wenn man das gemacht hat. Also ich habe so meine Freundebäume, ja. Also Ja. ganz viele, das sind alles meine Freunde, kennen mich mittlerweile und ich kenne sie gut. Und da mal wirklich diesen Baum einfach nur zu umarmen, ohne etwas zu erwarten. Und dann Ja. mal zu lauschen und zu spüren, das ist gigantisch. Und es entwickelt sich auch von Zeit zu Zeit immer mehr, immer stärker. Genau. Ja. Und das sind ja die, wir sind ja Energiewesen, ja, und wir vergessen das aber im Alltag immer, eigentlich so gut wie ständig sozusagen, ja. Aber wenn wir so zum Beispiel die Energie des Waldes, ja, oder der Natur generell oder eines Baumes oder wir nehmen sowieso ständig sind beim Energieaustausch, ja. Die Frage ist, welche Art von Energien lade ich ganz bewusst in mein System ein? Ja, und wenn ich in der Natur bin, dann kann ich mich wunderbar auch aufladen Oh und natürlich ja. auch was zurückgeben. Das ist ja nicht nur das Einseitige, ja. Also gleichzeitig gibt es ja auch der Natur auch etwas zurück, ja. Auf jeden Fall. Ich denke, wenn man in der Natur sich wirklich, vor allen Dingen man erdet sich ja, das ist ja das Schöne. Man ist so richtig schön geerdet und die Natur zeigt uns alles. Sie zeigt uns, wie aus einem kleinen Samenkorn mal eine wunderbare Frucht wird oder eine tolle Pflanze oder. Und das haben wir auch in uns, Heidi. Das ist doch so, Genau ne? so ist es. Ja. Genau so ist es. Aber das kann auch nur gedeihen. Also Pflanzen können auch nur gedeihen, wenn ihre Rahmenbedingungen dafür stimmen. Ja, also wenn Richtig. genügend Wasser da ist. Wenn eine Pflanze macht sich nicht Gedanken, ob sie das kann oder nicht. Ja, also die überlegt jetzt nicht, kann ich jetzt irgendwie eine Sonnenblume, kann ich jetzt gelb sein, ja, und die Sonnenblumen hervorbringen. Das überlegt sich eine Pflanze nicht. Sie Richtig. gedeiht einfach, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Aber wir sind als Mensch sind ein bisschen anders gestrickt. Ja, also wir überlegen uns, ob wir das können. Ja, wir wissen, dass etwas in uns ist, also unsere Gaben, unsere, ja, all das Wunderbare, ja, ist in uns und wir überlegen, ob das überhaupt gebraucht wird, ob wir das können, ob wir das dürfen, ob wir das sollen. Ja,
Das sind Glaubenssätze, also nicht dienliche Glaubenssätze. Und die dürfen wir, von denen dürfen wir uns immer mehr verabschieden, ja, und uns lösen Genau, und unsere genau. wahre Natur erkennen. Du sagst es so schön, eine Pflanze überlegt überhaupt nicht. Sie tut es, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und wir Menschen, wir suchen doch so oft immer erstmal das, was alles nicht an uns richtig ist oder was wir dann noch verändern müssen. Macht natürlich die Natur nicht. Ja, die Lieber, regelt sich. ja, so ist es. Ich habe einen Klassiker. Wer meinen Lebenslauf kennt, weiß, dass ich ja so auch Erfahrung habe im Bereich ja, Personalberatung. Und ich habe auch schon ganz, ganz viele Vorstellungsgespräche geführt, ja, also sozusagen Einstellungsgespräche, weil ich da oft von Unternehmen in Anspruch genommen worden bin. Und natürlich habe ich dann auch immer so die Frage nach den eigenen Stärken und so mehr oder weniger gestellt, ne? Oft ein bisschen verpackt und so weiter. Aber was ich immer so spannend fand, auch in einem Gespräch mit Menschen, ist so, dass den Menschen meistens irgendwie mehr ihre Schwächen einfällt, wie ihre Stärken. Ja? Also man kann Menschen relativ schnell zu dem Thema Schwächen lenken. Das finde ich immer sehr interessant. Die Also wir Mai. haben einfach den Fokus viel mehr auf dem, was wir nicht können, auf dem, was wir nicht wollen, ja, wie auf dem, was wir tatsächlich von Herzen wollen, was wir können, was Richtig. wunderbar ist, ja. Richtig. Und dann, spannend ist ja auch, wenn du dich mal dafür entscheidest und sagst, okay, ich lenke jetzt aber meine Aufmerksamkeit auf das, was ich möchte, dann wirst du als ja, Mensch mit rosa-roter Brille bezeichnet, ja, und du würdest dich der Realität nicht stellen. Interessante Aussage, oder? Finde ich auch. Oder Wer sagt, blauäugig dass die oder ne? Realität genau negativ ist? Das Genau. impliziert das ja gleichzeitig. Ja. Ja. Wir Menschen sind schon anders gestrickt als die Natur. Ja, aber das ist eigentlich, ja, haben wir dazu beigetragen, dass wir das so tun, also dass wir uns da abschneiden. Und wir anfangen vielleicht das Ganze ein bisschen zu ändern. Genau. Ich denke, als kleines Babychen bringen wir alle Anlagen mit, die wir brauchen, und es formt sich dann im Laufe unseres Lebens. Ja, so kann man es sehen, ja. Ja. Also Babys haben ganz wunderbar, die sind wirklich so ganz im Hier und Jetzt. Also die sind völlig komplett bei sich, ja. Und ich habe vor ein paar Tagen hatte ich so ein wunderbares Erlebnis mit einem Baby. Das war ein kleines Mädchen und ich kannte die fast gar nicht, ja. Habe sie mal vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so gesehen, war jetzt ist ungefähr ein Jahr. Und dann kam sie und wollte direkt zu mir. Also die Mutter war irgendwie erstaunt und die Kleine war dann die ganze Zeit bei mir auf dem Ja. Schoß und hat dann etwas gemacht, was ich total faszinierend fand. Die hat dann die Hand die ganze Zeit hier auf meinem Kopf gehabt, auf den Haaren und hat die ganze Zeit mit den Haaren so gespielt, hat nicht daran gezogen erstmal, nur gespielt. Und dann auch, also die andere Hand hat sie immer irgendetwas anderes gemacht, aber immer die Hand hier so. Und zum Schluss ist sie dann auch mit ihrem Kopf gekommen, direkt so in meine Stirn und hat die ganze Zeit festgehalten. Und die ganze Zeit habe ich Energien wahrgenommen und die Kleine auch. Und das war so total selbstverständlich. Ja, Toll. also wenn wir Kinder sozusagen diesen Rahmen geben oder uns oder Kinder wahrnehmen, dass sie uns diesen Rahmen bieten, vielleicht ist das ja eigentlich die bessere Aussage, ja. Also das war so ein Hammer-Erlebnis, aber jetzt, wenn ich davon erzähle, bekomme ich wieder Gänsehaut, ja. Also, Ja. weil einfach das war so ein Austausch von Energien. Wir müssen nicht sprechen, wir sind Energiewesen. Genau. Wir nehmen energetisch, auf energetischer Ebene die Dinge wahr. Die Frage ist nur, erlauben wir und trauen wir uns, das auch so zu tun? Und vor allen Dingen, das ist das so unvoreingenommen von den Kindern. Sie Ja. tun's einfach, weil sie es Ja, fühlen. Ja. genau. Die Kleine hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwie toll. Wir waren übrigens wir waren im Café draußen gesessen. Ich meine, es hat echt ulkig ausgesehen, ja. Also ich die ganze Zeit mit dem Kopf so und die Kleine mit der Hand auf meinem Kopf oder auf meiner Stirn und dann zum Schluss auch noch beide so Stirn an Stirn. Aber das war toll. Also die Kleine hat sich das nicht überlegt, die hat einfach nur gehandelt. Richtig, richtig. Also ungefiltert, ja. Und also von unseren Kindern können wir uns schon noch etwas abschneiden. Beziehungsweise eben als Kind haben wir viel, weil wir ungefiltert eben unser Umfeld wahrnehmen, haben wir uns viele Filter drüber gelegt über unser wahres Sein. Ja, und jetzt, Ja. wenn wir älter sind, versuchen wir diese Filter
Also entweder geben wir uns, was meines Erachtens eigentlich schade ist, oder wir sind dabei, sie zu lösen, diese Filter. Und da kommen wir, sind wir genau wieder beim Thema, also eben dieses Lösen von Blockaden und Genau, Ängsten. genau. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und da auch mal so ein bisschen auszuholen, wie wir es jetzt gerade getan haben, lieber Heidi, gehört mit dazu. Denn wir schauen ja sowieso schon immer nur meist mit so Scheuklappen und wollen manchmal gar nicht mehr nach links und rechts schauen und dann sind oft sehr eingeschränkt von unserer Sichtweise. Und das hilft ja auch, mal die Klappen wegzunehmen und zu sagen, ich habe einen ganz anderen Sichtblick oder einen Blickwinkel und somit kann ich auch dann meine Blockaden erkennen und darf sie anpacken. Ja, Ja. Ja, Heidi, genau. du hast natürlich da ein ganz fantastisches Wissen und ich weiß, dass immer all die Klienten, die zu dir kommen und vielleicht auch sehr, sehr ratlos sind, und das sind bestimmt die meisten, denke ich mal, ja, dass du ihnen viele, viele hilfreiche, ich will nicht mal sagen Tipps, dass du sie einfach unterstützend begleitest, dass du mit ihnen ja vielleicht mal diese andere Sichtweise so peu à peu erschaffst. Ja. Und auch die anderen Gedankengänge, das ist ja auch so wichtig, dass wir mal aus unseren alten Glaubenssätzen herauskommen, damit wir endlich mal unsere Gedanken wieder ganz anders schärfen dürfen. Ja. Ja, also ich gehe nicht davon aus, also meine Arbeit basiert nicht auf dem Grundgedanken, dass ich irgendjemand irgendetwas erzähle oder sage, du sollst es so oder so oder so machen. Also ich halte von so klassischen Ratschlägen nicht wirklich etwas. Viel spannender finde ich es, Menschen wirklich zu inspirieren, damit sie an ihr eigenes Potenzial, weil ich spreche nicht umsonst von dem Thema Berufung. Ich gehe davon aus, dass jeder ja, natürlich einen eigenen Ruf hat. Die Frage ist nur, bist du bereit, den auch wirklich wahrzunehmen? Und da sehe ich meine Aufgabe, einfach Menschen zu inspirieren, dass sie immer mehr ihrem eigenen Ruf, dass sie den wahrnehmen, dass sie dem vertrauen. Ja, darum geht es. Deswegen sage ich auch immer, ich habe auch in euren Sendungen immer wieder, ich werde nicht müde zu sagen, hör dir alles an, auch das, was wir hier sagen, das ist wunderbar und das ist auch eine tolle Sendung. Ja, es macht total Spaß. Aber hab den Mut, alles, was wir hier sagen, in die Tonne zu treten, mach deine eigene Erfahrung. Und wenn ich sage, nach rechts ist irgendwie besser und du fühlst es aber nach links besser, dann ist natürlich das links für dich besser. Das ist doch gar keine Frage. Die Frage ist nur, vertraust du dir? Genau. Ja, das ist eigentlich das Spannende. Also Inspiration, ich wünsche mir nichts anderes, Menschen zu inspirieren, aber ihre eigene innere Stimme wahrzunehmen und der zu folgen. Und ich meine, eure Arbeit ist ja auch nach dem Motto, baut es ja auch auf. Richtig, genau, ganz genau. Ja. Ich finde es auch Was ihr ganz. übrigens wunderbar macht mit diesem TV und ja, mit dem Radio und natürlich auch mit euren Workshops und was ihr alles so anbietet. Ich finde es auch ganz wichtig. Du sagst das so richtig toll und so spritzig. Und das ist das, was du, was mein Herz berührt. Denn das ist auch meins, was ich immer wieder sage. Du glaub mir kein Wort. Mach mal deine eigene Erfahrung. Ich finde das so wunderbar. Ich kann ja nur erzählen, wie ich es erfahren habe und wie ich es sehe. Ob es für einen Ja. anderen richtig ist, weiß ich nicht. Jedoch kann ich immer wieder sagen, ich habe mir schon ganz, ganz vieles für mich auch annehmen dürfen, angenommen, weil ich gesagt habe, ja, da erkenne ich mich drin. Das ist genau der Punkt, da habe ich meine Sichtweise ja eingeschränkt und das ist genau der Punkt, wo ich sagen kann, jo, jetzt habe ich das erkannt. Endlich bin ich mal mit der Nase drauf gestoßen. Ja. Ja. Also ich kann sehr gut verstehen, dass das Menschen gerade, wenn wir so auch von dem Thema Blockaden und Ängsten sprechen, dass Menschen wirklich teilweise auch total verzweifelt sind. Und ich merke das auch, also auch Menschen, die mich anschreiben, anrufen. Und ich kann da verstehen, dass man da am liebsten hätte, dass irgendjemand ja sagt, jetzt mach das. Also ich werde sehr oft gefragt, aber Heidi, was soll ich tun? Ich habe da keine Antwort darauf. Oder ich habe schon Antworten, aber ich will sie nicht geben. Ja, Genau. weil es nicht meine Aufgabe ist. Ich kann dir sagen, mach das so und so, aber das ist doch nur eingefärbt, in Anführungsstrich, von meinem. Und vielleicht Richtig. möchtest du eine ganz andere Erfahrung machen. Also,
Wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man sich wünscht, dass irgendjemand ja, etwas macht, aber es ist auch, und das ist meines Erachtens auch eine große Herausforderung für ganz viele Menschen zurzeit. Und ich glaube, diese Herausforderung müssen sich auch ganz vielen Menschen stellen, nämlich in die Eigenverantwortung zu kommen. Und das hat ganz viel eben mit diesem Thema, mit Lösen von Blockaden zu tun. Wenn du glaubst, Achtung, das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Wenn du glaubst, dass du irgendwo hingehst, zum Beispiel ein Seminar buchst oder ein Buch liest oder irgendetwas und dann deine Blockaden gelöst sind, kann ich dir sagen, vergiss es. Du kannst zwar einen Workshop buchen, also ich biete auch Workshops zu dem Thema an, ja, nur mal so am Rande, aber du kannst zwar diesen Workshop besuchen, aber du musst die Verantwortung für dich übernehmen und du musst es tun. Ich kann dir die besten und geilsten Techniken an die Hand geben und ich habe ganz viele davon. Aber wenn du sie nicht wirklich lebst, mit Leben füllst, mit deinem Leben füllst, ja, bei euch ist es bestimmt auch so in euren Workshops, ja, da kannst du, keine Ahnung, ganz viele Workshops besuchen. Im Übrigen habe ich immer sehr viele Klienten oder viele Klienten, die schon ganz viele Workshops besucht haben und dann immer irgendwie das besondere Tool finden wollen. Ganz ehrlich, das gibt es nicht. Nein, Es gibt nicht das perfekte Tool, Technik, Methode, Zauberformel, die für jeden egal welchem Zeitpunkt funktioniert. Das glaube ich nicht. das glaube ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Patentrezept gibt es nicht. Man kann es sich weder stricken noch backen, das geht nicht. Man darf es aber für sich erfahren. Das ist das Genau, Wichtigste. so ist Und es. egal, ob wir uns da noch und nöcher Bücher kaufen, von Seminar zu Seminar rennen, ob wir uns mit CDs vollstopfen oder was auch immer, solange ich es nicht für mich eben halt erkenne und anerkenne, in die Verantwortung, in meine eigene Verantwortung gehe und gucke, was mit mir macht und schaue, solange wird sich nichts tun. Werde ich immer weiterhin der Suchende bleiben, der weiterhin nach diesem Patentrezept sucht. Und Ja. da sprechen wir jetzt wirklich über das Eingemachte, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick mit dem Thema von Blockaden und so weiter nichts zu tun hat. Aber genau das ist der Punkt. Doch. Mh. Geht es darum? Da geht es darum, wirklich diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Also sich klar zu machen, ja, das ist mir nicht für umsonst in meinem Leben passiert. Robert Bild spricht oft von Arschengel zum Beispiel, ja. Also Ja. Menschen, die irgendwie, die irgendetwas angetan haben, ja. Und du jetzt irgendwie nicht weiterkommst, scheinbar in deinem Leben, weil dir irgendjemand etwas angetan hat. Ja, als Kind wurdest du vielleicht missbraucht zum Beispiel oder deine Eltern haben dir nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die du gebraucht hättest. Das ist zwar alles wirklich schlimm, aber du bist jetzt 25, 35, 45, 60, keine Ahnung, ja. Du bist jetzt hier. Und du darfst jetzt dich lösen von dem, was nicht mehr zu dir gehört, auch von diesen traumatischen Erfahrungen. Ja? Genau. Ich will da nicht irgendwie ja, werten oder sonstiges. Ich habe selbst solche traumatische Erfahrungen gemacht und ich weiß, von was ich spreche. Ich weiß, dass wenn ich mich diesen Themen stelle, dass ich sie heilen kann, transformieren kann. Denn ich bin im Hier und Jetzt, nur hier kann ich etwas verändern. Aber ich muss auch bereit dafür sein. Und ich muss vor allen Dingen bereit auch sein, Verantwortung zu übernehmen und ich weiß, dass das ganz schwer ist, in die Eigenverantwortung, gerade bei so schwierigen Themen, ja. Also da sprechen wir dann wirklich von richtig schwerer Arbeit. Aber auch da gilt genau das Gleiche. Ich muss die Verantwortung für mich übernehmen, im Hier und Jetzt. Dass irgendwann mal irgendetwas passiert ist, ist dramatisch, ist schlimm. Aber es ist so, wie es war. Ja. Und jetzt kann ich nur hier was ändern. Und Genau. wenn ich mich in diesem Taumel drin befinde, in dieser Wut, bei mir war zum Beispiel dieses Thema Wut sehr, sehr stark. Also ich wusste wirklich nicht, wohin mit meiner Wut, ja, eine Zeit lang, so als Teenager, so knapp vor 20. Ich habe gedacht, ich muss, und dementsprechend war ich auch. Ich war total rebellisch. Ich habe alles Mögliche angestellt, ja, wofür ich Gott sei Dank nie irgendwie groß belangt worden bin, ja. Aber ich habe so viel angestellt, weil ich wusste nicht, wohin mit meiner Wut. Ja, ich habe sie gegen mich gerichtet und ich habe sie nach außen gerichtet.
Ja, und jeder hat da, aber es kommt trotzdem. Ich musste irgendwann erkennen, ich muss loslassen, ich muss mir verzeihen und ich muss diesen Menschen verzeihen, die mir irgendetwas angetan haben. Ja. Nur so Richtig. kann ich in Frieden kommen, vergeben. Das böse Wort loslassen, Ja. ne? Ja, loslassen bedeutet aber vor allen Dingen, ich glaube, loslassen wird auch oft so falsch verstanden. Ich muss loslassen, ich muss Menschen loslassen. Oder zum Beispiel, wenn in einer Beziehung, wenn ich das Wort loslassen verwende, meistens Frauen kriegen dann die Krise, aber ich will ihn doch gar nicht loslassen, zum Beispiel. Jetzt fällt mir gerade ein. Es geht nicht darum, einen Menschen irgendwie Nein, nein. loszulassen, sondern das so sein zu lassen, wie es ist, das zu akzeptieren. Loslassen ist auch letztendlich in Frieden kommen mit der Situation, mit dem Menschen. Da einfach, ja, auch Dinge wirklich manchmal praktisch loslassen, ja, weil wenn ich etwas so festhalte in der Hand, dann kann ich nichts empfangen, kann ich nichts Neues. Wenn ich den Kuli festhalte, ich will den nicht hergeben, aber ich will unbedingt was Neues in die Hand nehmen, wie soll ich das denn bitte machen? Es geht nicht. Geht nicht. Das kann nicht. Man kann mir Genau. höchstens vielleicht da oben drauf irgendetwas hinlegen, aber das ist ja nicht die Erfüllung. Wenn ich das jetzt aber weglege, kann sein, dass es vielleicht ein bisschen wehtut und erstmal komisch ist. Es ist leer, fühlt sich komisch an. Aber dann kann ich vielleicht ein Glas Wasser in die Hand nehmen. Das wäre vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, stimmt. Das ist wirklich so. Ich denke auch dieses, du hast vorhin das Thema Arschengel angeschnitten von Robert Ja. Betz. Ich denke gerade mit den Arschengeln, unseren besonderen Arschengeln, die uns im Leben immer wieder mal begegnen, in den Frieden kommen. Das ist so wichtig. Ja. Egal, was dieser Arschengel auch mir angetan hat, in Anführungsstrichen. Letztendlich habe ich ihn ja eingeladen, es mir anzutun, damit ich in meine Lernaufgabe komme und damit ich Also dann in den Frieden komme. Ja? genau. Also ich sehe es wirklich ganz, und das habe ich für mich selbst so erfahren. Das ist jetzt nicht, da spreche ich jetzt nicht aus der Theorie, sondern aus eigener Erfahrung. Habe für mich klar, dass ich bestimmte Erfahrungen in diesem Leben machen wollte. Ja. Und die konnte ich nur in dieser Konstellation. Die konnte ich nur durch bestimmte Menschen, durch bestimmte Situationen. Genau. So. Das bedeutet aber für mich, und ich gehe davon aus, weil ich eben ja, mit dem Thema Seelenplan auch arbeite, dass ich einfach mir einen bestimmten Plan für diesen, also zumindest mal einen groben, also nicht jede einzelne Station, ja, also nicht so, keine Ahnung, Montag das, Dienstag das, ja, sondern aber ich habe bestimmte Erfahrungen, wollte ich in diesem Leben machen, dafür bin ich in dieses Leben inkarniert. Und Richtig. das habe ich mir vorgenommen. Und ich habe auch Verabredungen getroffen mit bestimmten Menschen. Als ich das irgendwann für mich verstanden habe, habe ich auch verstanden, was für ein großartiges Geschenk mir diese Person, die ich so gehasst habe, gemacht hat, indem dass er so zum Beispiel so ein Arschloch war, ja, oder sich so verhalten hat. Ja, damit ich diese Erfahrung machen konnte. Ich weiß, Richtig. wenn man das erste Mal hört oder jemand hört, neigt man dazu, vielleicht gleich den Laptop irgendwie wegschmeißen zu wollen jetzt oder wie auch immer. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich kann nur noch mal sagen, ich habe das selbst so erfahren und ich konnte oder kann erst dadurch, dass ich, also für mich war das auch eine lebensbejahende Entscheidung. Also dadurch, dass ich verziehen habe, mir selbst und meinem Umfeld in dem Fall, habe ich eine bewusste Entscheidung damals auch für mein Leben getroffen. Die andere wäre gewesen, mein Leben zu beenden. Also diese Situation, vor dieser Situation stand ich irgendwann mal vor sehr langer Zeit. Und einfach, ich musste einfach eine Entscheidung treffen. Und einfach, als ich dieses Bewusstsein bekommen habe, hat sich aber vieles für mich verändert. Ja. Ja. Und das finde ich, ist, wenn wir uns das bewusst machen, dass da draußen sozusagen eine Bühne ja, eine Bühne sozusagen installiert ist, damit wir diese Erfahrung machen können. Wenn ich diese Einstellung habe und sie auch so leben kann, dann bin ich zwar manchmal immer noch genervt über manche Situationen, aber ich komme relativ schnell darauf, dass das ein verpacktes Geschenk ist, das ich noch nicht ausgepackt habe, das ich noch nicht erkannt habe und das einfach, ja, dass ich mich entfalten kann. Und Ja. dann kommt Frieden wieder in mir und ich kann die Situation auch erkennen, was sie nämlich ist, die Erfahrung, die ich machen möchte. Und dass ich das will, letztendlich. Du Da hast es ja sagst du vorhin auch was, Heidi, das angesprochen. ist
wirklich toll, vor allen Dingen auch darüber dankbar zu sein, dass es ins Leben kommt, auch wenn das ein oder andere Geschenk vielleicht manchmal wirklich beschissen verpackt ist, ja, kann man ja echt so sagen. Ja. Trotzdem, es ist und bleibt ein Geschenk und es hilft uns weiter, es bringt uns irgendwo weiter. Und darin, da dürfen wir mal drüber nachdenken und ja, mitarbeiten. Das finde ich so schön. Also ja, genau. Und ich glaube auch, was in dem Zusammenhang auch nochmal sehr hilfreich ist, es ist zwar schön, über bestimmte Dinge zu philosophieren. Und es, nehmen wir mal, fällt mir jetzt gerade ein, Sex. Also ich kann über Sex philosophieren, aber wenn ich den nie praktiziert habe, weiß ich im Grunde nicht, von was ich spreche. Genau. Es geht darum, Erfahrungen zu machen. Ja? Also, genau. Ich kann Sex, ich kann nicht darüber philosophieren, ich kann es nur erfahren. Du kannst jemand, der keinen Sex hatte, kannst du versuchen zu erklären, wie das ist, wie sich das anfühlt und so weiter. Dein Gegenüber wird eine Ahnung davon haben. Aber diese Ahnung, die ist was ganz anderes, wie wenn du mit jemand redest, der das wirklich erlebt hat. Genau, ganz genau. Also, und so sehe ich auch generell unser Leben. Wir wollen Erfahrungen machen. Es geht nicht darum, dass wir viele sagen, aber brauche ich das denn alles? Muss ich es haben, dass mein Mann mich betrügt, dass ich gemobbt werde in der Arbeitsstelle, dass ich kein Docht weiterkomme zum Thema Berufung und so weiter? Ja, du willst das. Du willst diese Erfahrung machen. So es ist geht es. um die Erfahrung. Anders kann unsere Seele sich nicht erfahren. Ja, so ist Das es ist wirklich. Das sind Lernaufgaben, die unser Kopf überhaupt nicht verstehen kann. Es ist auch gar nicht so einfach, das zu verstehen vom Kopf her. Jedoch, wenn man also vom Bewusstsein dahinter schaut, will ich mal so sagen, dann weiß man auch ganz genau, ich sage es ganz oft so, auch wenn mein Kopf sagt, boah, warum ist das denn jetzt schon wieder? Und Ärger, 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 das muss doch nicht sein. Jedoch, warum ist es passiert? Und was soll es mir sagen? Was soll es mir zeigen? Und weißt du schon, bekomme ich eine andere Denkweise. Das ist es, ja? Ja, genau. Mein Kopf, der muckt auch schon mal auf. Ja, wir sind ja alle nicht davor gefeit, Nein. egal. Also auch jemand, Menschen denken zum Beispiel, weil ich solche Tätigkeiten mache, dass ich irgendwie keine, also ich wurde mal gefragt in einem Vortrag, wie sich das denn anfühlt, wenn man denn alles so fertig transformiert hat. Da habe ich einen Lachanfall gekriegt. Ja, glaube ich dir. Hallo, ich hab auch Aufgaben. Ich bin vielleicht durch viele Themen früher durch wie andere Menschen, ja, weil ich einfach früh mit diesen Themen angefangen habe. Das heißt nicht, dass ich keine Herausforderungen in meinem Leben habe oder auch keine Themen habe, ja. Also, ja, ich habe vielleicht einfach eine andere Denkweise und manche Dinge fallen mir vielleicht nicht so schwer wie anderen, ja, aber letztendlich will ich auch Erfahrungen machen. Und da auch bringt mir das Leben auch, gerade jetzt habe ich im privaten Bereich eine ganz besondere Erfahrung, die ich machen darf, die ich so auch noch nie gemacht habe. Und ich finde es total herausfordernd, aber auch total spannend. Und ich bewege mich sozusagen jeden Tag einen kleinen Schritt aus meiner Komfortzone heraus Ja. und finde es total aufregend. Ich könnte aber auch anders reagieren. Ich kenne Menschen, die in meiner Situation ganz anders reagieren würden und sagen, nee, ich mache das nicht zum Beispiel. Weil ich weiß nicht, was da kommt oder was da passiert. Ja. Und ich habe aber mittlerweile eine ganz andere Denke, eine ganz andere Einstellung. Und es geht nicht darum, was da irgendwann ist, also was das Ziel ist, sondern was jetzt ist. Und das kann ich wahrnehmen. Wenn ich mich auf den Moment einlasse, wenn ich wirklich bewusst im Hier bin, dann mache ich das, was jetzt ist. Und ich muss mir nicht überlegen, ob das, was ich jetzt mache, ob das in 10 Jahren irgendeine Konsequenz hat. Also das ist ja so ein bisschen auch unser Denken. Ne? Was ist, wenn ich das mache und das mache und das mache? Dann wirklich? Ich kenne das. Also ich habe solche Dinge auch bis zum Umfallen immer. Ja, ich, nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg dorthin. So. Aber die Kunst ist ja, oder das Leben wirklich richtig, richtig zu leben, ist, wenn ich das, was jetzt ist, wahrnehme und es auspacke und lebe. So ist es, wirklich. Auch wenn es erstmal nicht so in mein Konzept passt zum Beispiel. Ja, richtig, genau. Jedoch, es hat immer alles hat einen Grund und ja, der Kopf sonst wär's nicht da. Wird es dir nicht sagen, wird es dir auch nicht zeigen. Und du hast es so schön gesagt, ja, natürlich, wir werden alle irgendwelchen Herausforderungen, die haben wir immer, die haben auch wir. Manchmal sogar tagtäglich, also so ist es nicht. Jedoch, man geht da anders mit um.
Bei uns kommt vielleicht auch manchmal der Ärger hoch oder irgendwas. Und trotzdem ist das nur ein kurzer Ärger. Der bleibt nicht mehr so lange, wie das früher mal war. Heute sage ich auch zum Kopf, du lass mal, das wird einen Grund haben und wir dürfen es erkennen. Das ist das Schöne. Ja, ich finde es einfach herrlich. Ja, wir möchten natürlich auch den Hörern jetzt noch anbieten, hier bei uns. Wir haben schon so lange geredet. Das macht aber nichts, das ist einfach toll. Und das finde ich auch ganz wichtig, lieber Heidi, auch hier anzurufen. Ich hoffe, ihr seid alle im TV. Und ich hoffe, ihr treibt euch nicht irgendwo bei uns im LLB Radio rum, denn da hört ihr uns nicht. Das kommt später, das kommt nämlich übermorgen. Aber heute einfach im TV sein. Ja, ihr könnt anrufen, ich gebe die Telefonnummer nochmal durch, sie ist auch hier im TV eingeblendet. Das ist die 02676952026. Dann seid ihr hier bei uns im Studio Ulmen. Und ihr werdet sofort mit Heidi Wellmann verbunden und könnt ihr auch die Fragen stellen, die euch vielleicht auf der Seele brennen, die euch am Herzen liegen. Vielleicht auch, wo ihr gerade sagt, ja, da würde ich doch gerne jetzt vielleicht mal das richtige Rezept haben. Nur ihr habt es ja gehört, das richtige Rezept kann auch Heidi Wellmann euch nicht geben. Jedoch vielleicht eine Sichtweise ändern. Und darum geht's. Und die Heidi, die macht das hervorragend. Die nimmt ganz oft so diese eine Scheuklappe und die andere Scheuklappe ab. Und dann hat man wirklich eine ganz tolle Sichtweise. Hat bei uns auch schon geklappt, ihr Lieben. Ja? Jo, ich freue mich, wenn das Telefon klingelt. Oder wir freuen uns, wenn das Telefon klingelt. Ja. Und ihr könnt jederzeit anrufen. Es ist nichts abgeschaltet. Ihr dürft gerne hier rein. Und könnt natürlich auch gucken, ja, ihr werdet immer angenommen, auch wenn wir hier reden, das macht überhaupt nichts. Ja, liebe Heidi, jetzt warten wir mal auf die Dinge, die da kommen, aber wir haben ja immer Stoff zu reden, ne? Genau. Das haben wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass jetzt auch trotz TV sich wirklich einige trauen, hier anzurufen. Und wenn es jetzt eben halt gar nicht sein sollte, dass keiner anruft, dann denke ich, hat man auch die Möglichkeit, dir zu schreiben und mit dich zu kontaktieren und da vielleicht auch seine Fragen mal zu stellen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Ja. Ja. Liebe Heidi, erzählst du mir noch wenigstens was? Ja, ich erzähle dir noch was. Ich habe vorhin ganz vergessen, das passt nämlich ganz dazu, also zwischen den Anrufern, normalerweise sind ja immer mehrere, verlose ich auch dieses Mal einen Workshop, nämlich einen passenden Workshop auch zu diesem Thema. Ja. Ich habe selbst hier mal einen Workshop kreiert, also Lösen von Blockaden, ja, also rund um das Thema Berufung, Lebensaufgabe, Seelenplan. Der Workshop ist aber nicht nur für das Thema Berufung angelegt, sondern generell eben von Lösen von Blockaden und Ängsten. Transformation dieser. Und diesen Workshop habe ich schon vor einiger Zeit kreiert und noch immer weiterentwickelt. Und die Anrufer sozusagen, die anrufen zwischen denen, ich habe hier wieder meinen magischen Würfel, verlose ich dann sozusagen die kostenlose Teilnahme an dem nächsten Workshop, Online-Workshop. Also die Workshops sind wirklich spitze, muss ich echt sagen. Und nur schon allein deshalb lohnt es sich ja schon anzurufen, aber nicht nur wegen dem Workshop, sondern auch wirklich mal vielleicht, ja, so die ein oder andere Frage beantwortet zu bekommen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, jedoch, ihr bleibt auch hier anonym, auch wenn wir TV sind. Ihr müsst auch keinen Namen sagen, wenn ihr es nicht möchtet. Telefon wird immer vorher entgegengenommen, wir fragen auch danach. Ihr braucht es nicht sagen, einfach eure Frage stellen und dann bekommt ihr auch eure Antwort oder vielleicht auch die ein oder andere Scheuklappe vielleicht mal entfernt, um die Sichtweise dann wieder weiter ausdehnen zu können. Liebe Heidi, du machst ja nun wirklich ganz tolle Workshops und auch viele Workshops, die natürlich immer wieder auch ganz, ganz viel Input geben und Impulse freisetzen. Das finde ich ja auch so schön, denn gerade durch diese Workshops kann ich ja auch meine Sichtweise verändern, auch wenn es nicht von Anfang an sofort geht. Ja? Ja. Also ich habe schon, meine Arbeit ist schon so angelegt, zum einen, dass, wie ich vorhin schon sagte, dass man dazu inspiriert wird, seinen eigenen Weg zu finden. Natürlich biete ich Tools, Techniken, ganz viele.
Aber vor allen Dingen biete ich wirklich Inspiration, dass man zu sich selbst kommt. Also meine Workshops, da gibt es immer ganz viele Meditationen und Möglichkeiten, immer mehr in die, ja, sich selbst wahrzunehmen und ja, auch verschiedene, ja, Techniken, Tools. Wie zum Beispiel zu diesem Thema passt ja auch oder ist wichtig, also alles, was mit Lösen von Blockaden zu tun hat, dieses auch unter anderem das Reinigen des feinstofflichen Körpers. Ja. Vielleicht da einfach noch ein bisschen, würde ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Ich sage immer so, wir reinigen auch jeden Tag unsere Wohnung, ja, oder vielleicht nicht jeden Tag, ich renne nicht jeden Tag Putzlappen durch die Gegend, aber wir reinigen unsere Wohnung, ja, regelmäßig. Wir duschen, wir putzen unsere Zähne, also wir reinigen unseren Körper. Aber unseren feinstofflichen Körper reinigen wir so gut wie gar nicht. Also die meisten Menschen, die ich kenne, beschäftigen sich relativ wenig damit. Was aber eigentlich unlogisch ist, weil Ja. wenn wir mal verstanden haben, dass wir Energiewesen sind, bedeutet das ja, dass wir ja im ständigen Energieaustausch im Grunde sind. Ja? Also wir nehmen Energie auf, wir geben Energie ab, ja? Wir werden berührt von Energien. Ja? Oft nehmen wir das ja gar nicht bewusst wahr. Aber oft auch schon. Zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch bin, vielleicht sogar in einem Streitgespräch, dann sind die Energien vielleicht jetzt nicht immer so zuträglich, die da sozusagen hin und her gewirbelt werden. Was machen wir? Wir gehen zum Beispiel aus so einem Streit raus und dann schmollen wir und dann sind wir genervt. Dann manchmal tragen wir das auch noch ewig rum. Ja? Also wer kennt das nicht? Du hast einen Streit gehabt und du bist tagelang danach bist du noch sauer auf die Person. Ja? Oder auf Oh dich ja. selbst, oder du kannst es einfach nie aus deinem Kopf kriegen. Du vergisst es nicht, ja? Du merkst, dass es immer noch in dir ist. Und meines Erachtens hat es einfach damit zu tun, dass wir diese Energie, die damit verbunden ist, ja, also die Thematik, unabhängig jetzt von der Thematik, aber vor allem die Energie, dass die immer noch in unserem System ist, dass wir die nicht losgelassen haben. Also wir haben diese Energien aufgenommen und die wirken jetzt nun in uns. Wir haben sie nicht losgelassen. Und es könnte vielleicht einfach hilfreich sein, zum Beispiel einfach sich von diesen Energien zu lösen. Also wirklich unser Energiefeld zu reinigen. Ja. Vielleicht auch so ein paar Tools. Ja. Solange keiner anruft, kann ich einfach noch reden. Gell? Ja, gerne. Ja, also vorhin haben wir ja so das Thema Natur gehabt. Das ist meines Erachtens eines der wichtigsten Tools, wenn es um die Reinigung des feinstofflichen Körpers geht. Also wirklich rausgehen in die Natur mit dem Wunsch und der Bereitschaft, seinen feinstofflichen Körper zu reinigen und einfach durch die Natur wandern, in den Wald gehen und einfach loszulassen, ja. Vielleicht stellst du dich auch mal ganz bewusst hin an einen Platz und lässt einfach nur los. Ja? Du musst nicht wissen, wie das funktioniert oder wie das jetzt sein soll. Du kannst einfach nur das Bewusstsein einfach loszulassen, was dich hindert. Du kannst dich aber auch mit Mutter Erde verbinden ja, wie auch immer, wie du auch immer das für dich gestaltest. Also die Natur ist ein großes Thema. Dann natürlich unser ganzes ja, unsere Chakren letztendlich, auch unsere Chakren zu reinigen, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir bestehen ja aus Tausenden von Chakren, ja. Aber am Anfang reicht es erstmal, wenn du dich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt hast, vor allen Dingen die Hauptchakren erstmal zu reinigen, weil die immer natürlich auch Einfluss haben auf alle anderen Chakren. Also da einfach sich mal bewusst zu machen, da gibt es auch viele Meditationen, Möglichkeiten, wie wir das machen können. Also Chakrenreinigung ist was ganz Besonderes. Und vor allen Dingen hier auch die jeweiligen Themen mal zu ja, bewusst wahrzunehmen. Also wenn ich ein Thema zum Beispiel habe, Kommunikation. Ja, also ich merke, dass ich vielleicht oft in Streit gerate oder Dinge nicht so aussprechen kann, wie ich es gerne hätte. Dann könnte es vielleicht sein, dass ich etwas mit meinem Halschakra habe, ja, dass da vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber vielleicht sich einfach mit den Chakren ein bisschen beschäftigen, auch gucken, welche Themen stecken dahinter und so weiter. Und dann, viele haben, wenn sie das machen, das ist echt etwas sehr Spannendes. Wenn Menschen beginnen, sich mit Chakren zu beschäftigen, merken sie, dass ja bestimmte Themen auch dahinter stecken. Und dann wird für viele, manche, viele einfach
alles irgendwie klar, ja, warum das so ist. Also, warum haben manche Menschen immer wieder Hals oder kriegen eine Halsentzündung oder irgendwie sowas, ja. Und gleichzeitig sind diese Menschen, haben ein echtes Problem, zum Beispiel die Wahrheit auszusprechen oder überhaupt etwas zu sagen, sich zu zeigen, ja, klar zu artikulieren, was sie wollen, also auszusprechen, das möchte ich, das wünsche ich mir, oder Nein zu sagen. Ja, also alles, was mit Kommunikation nach innen, nach außen zu tun hat. Und ja, wie gesagt, das könnte vielleicht einfach daran liegen, dass irgendetwas mit dem Halschakra nicht stimmt. Ja? Dass es eben zu ist, zugestopft ist. Und da hilft es schon wirklich, das regelmäßig zu reinigen. Das Ja. stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich dachte Genau. jetzt gerade schon auch so dem, gerade Chakren und den Energiekörper überhaupt, das ist Ja. ganz wichtig. Nur das wird am meisten vernachlässigt, muss man echt mal so sagen. Und dafür kann man ganz viel tun, ja. Also das stimmt, das ist wirklich wahr. Ist auch meine Erfahrung. Also dass das Thema wirklich Chakrenreinigung, Reinigung, ja auch der Aura, die Aura-Reinigung gehört ja auch Ja, dazu. ja. Ja, also dass das wirklich vernachlässigt wird. Und mittlerweile gibt es aber sehr viel Literatur und auch viele Videos und Workshops und wie auch immer. Also man kann da wirklich etwas tun. Und für mich ist nur wichtig, dass wir überhaupt, und das möchte ich hiermit einfach tun, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln und haben, dass wir Energiewesen sind und dass wir, wie gesagt, ja, also auch unseren feinstofflichen Körper reinigen. Ja, also dass wir einfach den Wunsch und die Bereitschaft haben, das auch wirklich zu tun. Also das gehört einfach dazu, sich jeden Tag, wie gesagt, ich gehe ins Bad, putze meine Zähne, nehme mir Zeit für die Dusche, ich renne ja auch nicht mit dem Schlafanzug aus der Wohnung raus, ja. Also so, ich nehme mir die Zeit dafür, aber für das nicht. Aber es wird Zeit, dass wir das vielleicht auch einfach einplanen, weil meines Erachtens die Ausrede, in Anführungsstrich, ja, das noch jetzt machen, dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber für was hast du sonst Zeit, Genau. wenn nicht für Energiekörper? Genau. Ja, also für dich, weil das bist du. Also du kannst sagen, ja, das sehe ich nicht, aber trotzdem ist es ja da. Ja, und wenn wir das mal gemacht haben, also wenn wir wirklich regelmäßig unseren Energiekörper gereinigt haben, durch die Chakren zum Beispiel oder die Aura-Reinigung. Ich habe aber noch so ein paar andere Ideen, was man noch machen könnte. Ja, dann ist es schwer. Also dann wirst du immer wieder merken, dass du immer wieder Halsweh zum Beispiel kriegst, ja, oder immer wieder und du denkst, es ist was Körperliches vielleicht sogar, ja. Ja. Also das finde ich sogar, finde ich auch im spirituellen Bereich, finde ich das so interessant. Grundsätzlich ist man bereit, körperliche Symptome, ja, okay, das hat ja etwas zu sagen. Aber die eine ganz bestimmte Sache, nämlich weil ich ja schon immer mein ganzes Leben lang immer ein Problem im Hals hatte, das hat damit nichts zu tun. Ja. Das finde ich immer ganz besonders lustig irgendwie. Aber genau das ist ja der Punkt, ja. Also genau da könnte ja das Thema irgendwie mit Energie etwas zu tun haben, ja. Also dass die Energie vielleicht blockiert ist. Ja? Also da einfach ein Bewusstsein darauf legen, sich einfach mal da Gedanken machen, was kann ich tun, wie kann ich das tun. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, ihr bietet auch so Thema Chakren, ist auch ein Thema von euch, oder? Ja, das ist also mein Spezialthema. Ja. Chakra, Aura, die ganzen Energiekörper, das ist so wirklich mein Spezialthema. Ich mache Ja. das schon viele, viele Jahre und ich weiß, was du jetzt gesagt hast, ich kann da immer nur nicken und dem voll zustimmen. Es ist wirklich so. Wenn man da nichts tut, das ist wie nie mehr Zähne putzen. Genau. Ja. Und ja, eins und eins, also Kann man dann ja. zusammenrechnen, Oder wenn ne? man nicht duscht, das kann man sich auch ausmalen. Da braucht man nur eine Woche nicht zu duschen, das erträgt keiner. Das erträgt Also. kein Mensch, ganz genau. Sogar eins erträgt man sogar selber nicht mehr, ne? Finde ich Genau. auch ganz wichtig. Ja, es ist schon ganz wichtig, da mal hinzuschauen, genauso gut wie die Gedankenhygiene. Die Ja, finde ich das ist nämlich das auch. nächste Thema. Also, Ja. das gehört ja dazu. Also, wobei das wird eher noch so ein bisschen gemacht, aber auch da finde ich, kokettieren die meisten nur damit, wie das wir wirklich arbeiten damit. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns wirklich bewusst machen, unsere Gedanken sind pure Energie. Und wenn ich jetzt einmal denke, keine Ahnung,
mir geht es jetzt nicht gut, weil das Wetter so scheiße ist oder so, ja. Da passiert jetzt noch nicht so dramatisch viel. Aber wenn ich es mit einem bestimmten Gefühl mache und mir jetzt in, keine Ahnung, in der letzten Stunde vielleicht, wie mir das 50 Mal durch den Kopf gegangen ist oder auch nur 20 Mal, das hat Wirkung. Ich kann doch nicht glauben, wenn ich einen Gedanken immer wieder denke, und der nicht förderlich ist. Also zum Beispiel, weil ich irgendwie glaube, ich werde in der Arbeit gemobbt und alle sind irgendwie blöd und die wollen mir alle irgendetwas tun und die sind alle ungerecht. Wenn ich das immer wieder denke, das ist eine klare Aussage, das ist eine bestimmte Energie, das ist eine bestimmte Energiefrequenz, die in mir wirkt. Also dementsprechend, die wirkt nicht so wie, hey, es ist alles super, ich kann mich entfalten, ich fühle mich wohl bei meiner Arbeit, bei meinem beruflichen Wirken. Nee, das ist nicht, das ist genau das Gegenteil. Und Genau. dementsprechend wirkt es ja auch in unserem System. Also ist von daher die Gedankenhygiene. Ja, auch das ist genauso wichtig wie Zähneputzen. Ja, Oh also ja. sich einfach auch klar zu machen, hey, ich habe so viele Gedankenkreisen in meinem Kopf. Was denke ich? Schon allein mal, also ich gebe immer so eine Hausaufgabe, einen Tag mal ganz bewusst nur beobachten, was du denkst, welche Gedanken dir so in den Kopf kommen und versuchen, das zu dokumentieren. Also entweder schreibst du dir das auf, oder du nimmst ich bin ja so ein Fan vom Diktiergerät, ich habe immer ein Diktiergerät da bei mir, oder nimmst es einfach mal so, ein Diktiergerät, und trägst es mal den ganzen Tag mit dir und nimmst einfach mal so auf, so die Gedanken, die du wahrnimmst. Und dann mal zu sehen, welche Art von Gedanken du hauptsächlich denkst. So, und so sieht dein Leben aus. Total. Also, Also. ich kann echt nur sagen, Daumen hoch ist total so. Es ist absolut so, denn so sieht dein Leben aus und du ziehst es an. Das ist Energie, die du aussendest, ausstrahlst. Stell es dir vor, du hast ein großes Brett vorm Kopf und da steht es drauf. Und jeder Ja. liest es. Ja, es ist so. Genau, so Also. ist es. Also es ist, wir haben das zwar irgendwie auch verstanden, wir haben es gelesen und irgendwie wissen wir das auch, aber ja, wenn es dann ein bisschen anstrengend wird, wir haben es nicht wirklich eingeübt, dass wir bewusst unsere Gedanken für uns nutzen. Ja, natürlich, dem möchte ich noch aber noch eins loswerden, weil das mir besonders wichtig ist. Natürlich, denken ist die eine, aber es hat auch etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Also ich kann jetzt irgendwie versuchen, positiv zu denken, nach dem Motto, ich bin besonders hübsch, ich bin besonders hübsch, besonders hübsch, und finde aber zum Beispiel, keine Ahnung, meine Nase ist viel zu glatt oder so, ja. Und ich glaube das nicht wirklich, dass ich hübsch bin. Also so im Hintergrund oder im Untergrund ist eine ganz andere Energie vorhanden. Also das funktioniert auch nicht. Ich kann mir zwar 100 Mal das vorsagen, aber ja, wenn ich nicht einigermaßen das glauben kann, also das nicht einigermaßen ins Gefühl kommt, also sozusagen die Energie der Gedanken mit meinen Gefühlen irgendwie zusammenkommt, funktioniert das auch nicht. Ja, Genau. also und das ist ja das Spannende, weil Menschen sagen, ja, aber ich habe ja keine Energie, wenn ich etwas Negatives denke. Da haben wir meistens noch viel mehr Energie Oh da drin, ja. was wir kapieren, oder auch viel mehr Gefühl da drin. Oh Ja, ja. also weil wenn ich irgendwie, weil ich jetzt da rausgucke und es regnet, und ich so denke, oh Gott, das ist ja aber so depressiv oder so, ja, und oh, ich habe gar keinen Bock und irgendwie so, da ist ja ein Gefühl dahinter, ja, also dieses, oh, ich weiß nicht und so, ja, so ein bisschen, oh. Das ist ein starkes Gefühl, und wenn ich das dann auch noch denke, ja, also es ist schlechtes Wetter und so und in diesem Gefühl bin, das ist ja wie, ja, das geht direkt raus, das geht, so wie du es gesagt hast, direkt auf das Brett, ja, und jeder Ja. kann es lesen, und es wird, und es ist genauso, wird sich das auch darstellen. Ja, Das sind also. aber auch dann die Leute, die immer und für um alles jammern, denke ich mal. Denn wenn es jetzt regnet, bei uns schüttet es wirklich seit gestern. Nur ich Ja. sage dann eben halt einfach, okay, die Natur hat jetzt auch lange kein Wasser gehabt. Jetzt hat Ja. sie genügend Wasser, wir müssen nicht gießen. Unsere beiden großen Wassertonnen sind jetzt voll Wasser. In der Trockenheit können wir jetzt wieder gießen mit dem Regenwasser. Und ich kann dann danach besser die Fenster putzen, weil da lohnt es sich wenigstens. Das ist doch auch Genau. positiv. Also was soll ich denn daran negativ finden?
Ja, aber das ist ja genauso das, was wir vorhin auch gesagt haben. Übernimm Verantwortung für das, was du Verantwortung übernehmen kannst. Für den Regen hast du keine Verantwortung. Also auch da zu unterscheiden, wo ich kann nicht immer für etwas, was in meinem Leben sozusagen ist, also dass es jetzt regnet, dafür kann ich nichts. Ich bin aber ganz bei dir, weil ich das auch ganz toll finde, weil nach dem Regen sieht man auch, wenn man draußen in der Natur ist, dann kommt wieder so dieses Satte und so, das ist dann viel mehr da. Und die Natur braucht es auch, ja, braucht natürlich Regen. Aber es ist natürlich, wie denke ich darüber? Ja, also jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, auch mit dem Regen hatten wir es jetzt. Also, wie denke ich darüber? Weil viele meckern ja übers Wetter. Wir können Genau. uns das Wetter Und, ja nicht aber genau, es kann stricken, einfach, ne? genau, es kann ja einfach sein, dass es, wie ich das Ganze bewerte. Also ich kann nichts für den Regen, aber ich kann sehr wohl etwas dafür, wie ich das Ganze bewerte. Also wie sehe ich diesen Regen? Ich kann mich auch tierisch darüber freuen. Und im Sommer, das ist ja nun wirklich kein, wobei heute ist es ein bisschen kühl, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so dramatisch kalt. Also ich meine, man kann auch im Sommer Regen genießen, ja, vielleicht auch auf der Haut oder zusehen. Also ich habe zum Beispiel unsere Wohnung ist auf zwei Ebenen und mein Bett ist direkt unter dem Fenster und der Regen prasselt sozusagen auf das Fenster drauf. Und ich finde, das ist ein Gottesgeschenk. Also ich freue mich jedes Mal, freue ich mir ein Loch in die Mütze, wenn es regnet und ich schlafen will. Es ist gemütlich. Sag ich immer, Ja, es ist also gemütlich. was ich damit sagen will, ich kann nichts dafür, aber ich kann aus dem, was jetzt gerade ist, kann ich das Beste machen. Ja, und das hat einfach auch damit zu tun, dass ich entscheide oder auch bewusst wahrnehme, was liegt in meinem Verantwortungsbereich. Also nicht der Regen, aber meine Einstellung ja. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen. Das finde ich auch absolut ganz, ganz wichtig. Ja, Heidi, ich denke, so wie wir denken, egal über was auch immer, das hat auch nichts mit Schönreden zu tun. Ich denke einfach, so wie ich es auch annehme, mit der Gedankenhygiene haben wir auch von gesprochen gerade schon, so ist auch mein Leben. Ich sag's ja nicht umsonst, jeder Gedanke, den du heute denkst, wird morgen wahr. Das ist auch ganz wichtig. Und dieses Gedankenfühlen, das ist so schön. Weißt Ja, du, so richtig spüren. Wow, genau so ist jetzt bin ich so richtig in einem miesen Gedanken. Oh, shitte. Ja, boah. Aber ich merke sofort. Und dann kann ich diesen Gedanken auch umformen und schauen. Jetzt fange ich an, ihn mir schön zu reden. Doch irgendwann kommt dann dieses Aha. Und dann sage ich, ja, jetzt fühle ich es auch. Genau das sollte mir das zeigen und sagen. Und das ist meine Lernaufgabe. Und schon denke ich ganz anders darüber. Ja. Richtig. Und da greife ich gerade auch den Begriff auf, weil das ist jetzt eine super Vorlage. Schon allein der Begriff Schönreden. Der Begriff Schönreden ist für die meisten Menschen negativ behaftet. Ja. Aber das ist doch nichts Negatives, wenn ich etwas schönrede. Warum soll das etwas Negatives sein, wenn wir genauer drüber nachdenken? Etwas schönreden, etwas schön machen, etwas schön erleben, etwas schön fühlen. Was ist da dran schlecht? Wenn ich es fühle, wenn ich Ja. es fühle, da ist es gut. Ja. Nein, überhaupt schon dieser Begriff Schönreden ist, wie gesagt, etwas Negatives, also wird als etwas Negatives Das dargelegt. stimmt, da gebe Aber ich dir recht, ja. Schönreden ist nichts Negatives. Wir Stimmt. haben nur gelernt, dass es etwas Negatives ist, dass wenn ich mich darauf konzentriere, auf das Schöne, dass das negativ ist, dass ich sozusagen dann das andere ausblende. Ja, aber warum soll ich das andere nicht ausblenden, wenn es mir nicht gut tut, wenn es schädlich ist und so weiter? Da fällt mir immer Mutter Teresa ein, ja, dass sie einfach, ich glaube, oder? War das Mutter Teresa? Ich glaube ja, die gesagt hat, sie protestiert nicht gegen einen Krieg, ja, Richtig. sondern sie ist für Für den den Frieden. Sie setzt Frieden. sich für den Frieden ein. Ja. Das ist zwar im ersten Moment scheint es eine Haarspalterei zu sein, aber das ist gelebte Spiritualität in reinst Form. Ja, genauso funktioniert es auch, wenn ich etwas möchte. Ich kann mich lang damit beschäftigen, was ich nicht will. Ja. Für mich ist nur wichtig, dass ich mir bewusst mache, was ich nicht will. Okay, aber dann meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was ich will. Und natürlich darf ich alles andere weglassen und darf mir alles schönreden. Warum darf ich das nicht? Was ist da dran schlecht?
Also dieses Schönreden. Ich glaube, dieser Begriff Schönreden ist auch so ein alter Glaubenssatz, der uns Genau. irgendwann mal negativ eingepflanzt wurde, oder? Genau so ist es. Und es ist nichts Negatives, sich Nein. etwas schön zu reden. Wir wollen das ja. Kein Mensch will sich etwas schlecht reden, wenn wir ehrlich sind. Tun wir schon Oder? genug, ne? Genau. Denn wenn man Aber überlegt, dass das wir so. Negative liegt eben das Schönreden, die Genau. Begrifflichkeit schon mal. Dass wir so 50.000 bis 70.000 Gedanken haben am Tag, also in 24 Stunden, dann kann man sich vorstellen, wie unsere Gedanken dann die meiste Zeit im Hals sind. Also sind die ganz oft, gehen die ins Negative rein oder rutschen ins Negative. Schön, wenn man es merkt, wenn man es sofort feststellt und merkt. Und dann darf man nämlich so toll die Gedankenhygiene machen und dann darf die Gedanken, darf man dann putzen. Ist doch auch was Herrliches, oder nicht? Da fällt mir noch was dazu ein. Eine kleine Technik, wie ich es auch dafür verwende, um Gedankenhygiene zu betreiben. Das kann man ja vielseitig machen, indem man einfach seine Gedanken auf Positives lenkt. Entschuldigung. Aber eine Möglichkeit ist auch ganz bewusst, zum Beispiel, ich nenne das immer die Technik des Siebens. Also man kann seinen ganzen Energiekörper sozusagen sieben von dem, was man nicht mehr haben möchte im System und dann einfach loslassen. Das so in meinem Groben. Aber ich kann es einfach nur in meinem Kopfbereich machen. Wenn ich mir einfach vorstelle, ich habe ein Sieb und das ziehe ich durch meine Gedankenwelt hindurch. Und sieb sozusagen all das heraus, was mich daran hindert, klare, saubere, glückliche, erfüllte, liebevolle Gedanken zu denken. Ja? Und dann siebe ich das aus meinem Kopfbereich heraus und lasse es los. Das, was mir sozusagen nicht mehr dienlich ist. Wenn du diese Aufgabe ein paar Mal oder dieses Sieben sozusagen ein paar Mal gemacht hast, manchmal fällt es auch einfacher, von unten nach oben zu gehen. Also probier das aus. Ja. Und dann, also wenn ich, bei mir ist es so, wenn ich allein schon über das Sieben spreche, dann habe ich immer gleich das Gefühl, dass schon gleich das Sieb losgeht und dass da etwas passiert bei mir. Ja, weil wir sind Energiewesen und wenn wir mit Energien arbeiten, das ist ja nur ein Hilfsmittel, ja, zum Beispiel mit so einem Sieb. Aber es kann ein kraftvolles Hilfsmittel sein. Ich will jetzt noch mal so einfangen. Ich weiß, dass du mal einen wunderbaren Workshop hier bei uns im ELB gemacht hast und da ging es nämlich auch um dieses Sieben. Das ist so toll und wir wiederholen den auch ganz, ganz oft und ich finde es einfach klasse. Ich glaube, hier läuft so zurzeit sogar noch zum Anklicken im TV, kann das sein? Ja, Sarah sagt gerade ja. Also der ist, glaube ich, zurzeit sogar noch zum Anklicken im TV. Da kann man es Also auch das noch. ist ein guter Tipp, ja. Da haben wir so ein Filmchen hinterlegt und haben also diesen Workshop dann eben halt tonmäßig mit eingeblendet. Einfach toll. Denn das ist, weißt du, das kannst du gar nicht oft genug hören. Das ist nicht nur so für einmal, genauso gut wie unser Gespräch heute. Das ist nicht nur für einmal. Das muss man wirklich ganz oft hören und vertiefen, verinnerlichen. Denn dann setzt es sich auch einen jeden so um, wie es für ihn richtig ist. Und nicht wie wir Genau. meinen. Ja, also wir nehmen ja auch so Gespräche, wir nehmen die ja nicht immer nur vom Kopf auf. Und es kann durchaus sein, dass du zum Beispiel heute dieses Gespräch hier hörst und bist total inspiriert vielleicht mit einem bestimmten Thema und so. Und jetzt hörst du dir das vielleicht in der Wiederholung in einer Woche nochmal an oder so und ziehst was ganz anderes raus, weil du einfach deinen Fokus wieder auf was ganz anderem gelegt hast in Richtig. dem Gespräch. Und gerade in diesem Gespräch jetzt heute zwischen uns sind ja ganz viele Bereiche auch, kamen hier mit rein, ja, oder spielen hier mit rein. Und ja, also das ist gut, wunderbar. Und auch das mit dem Workshop. Also wer denn noch nicht damals mitgemacht hat oder erlebt hat oder schon mal durchlebt hat, also ich kann ihn nur empfehlen. Also Also wirklich toll. Ich glaube, der wird auch sehr, sehr viel reflektiert und er wird auch im Radio dann nochmal gesendet für alle, die unterwegs gerne Radio hören, den TV. Ich kann ja nicht Auto fahren und TV schauen. Da hört man ja dann Radio. Also wie gesagt, es wird in beiden Medien natürlich immer halt auch gezeigt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, ganz wertvoll und ein toller Workshop, der einen wirklich weiterbringt. Da geht es ja auch so mit Aufschreiben und, und. Also toll, wirklich. mit richtig Arbeit. Richtig. Oh, das ist keine Arbeit, das ist eigentlich sichtbar gemachte Liebe, ist Freude. Genau. Ich finde es einfach toll. Also ich habe es ganz oft mitgemacht und immer wieder, und weißt du was, Heidi? Ich finde immer was Neues. Absolut. Schön. Ja. Ich finde es Das schön. freut Daher ist das keine Sache, die man nur einmal macht, das geht nicht. mich. Heidi, welche Termine hast du denn noch auf deiner Website stehen? Gibt es da was Neues oder
Was können wir da Ja, noch also anbieten? eine Sache, also am Monatsende, ich glaube am 28.07. beginnt wieder eine neue Reihe. Also ich habe, das sind zwar einzelne Workshops, aber die bauen im Grunde aufeinander auf. Also man kann sie auch einzeln buchen, je nachdem, wo man gerade steht. Aber von der Thematik habe ich das so aufgebaut, dass man, der erste Workshop ist dieses Lösen von Blockaden. Ah Ich glaube, ja. der fängt am 28. an. Also ich glaube, das ist jetzt gerade nicht meins. Und der geht dann 2 Wochen, also ein Online-Workshop. Und ja, also das ist wirklich so inhaltlich komplett das, was wir heute so in Kurzform besprochen haben. Also auch so diese Reinigung, auch die Reinigungstools und wirklich sich zu lösen von dem, was nicht mehr geht. Also erstmal das überhaupt bewusst wahrzunehmen, das anzunehmen, sich davon zu lösen, es zu transformieren. Also all die Blockaden. Und dafür habe ich ja so einen 2-wöchigen Workshop gestrickt, 10 Tage. Workshop mit Videos, mit Meditationen, also alles Mögliche, und das ist wirklich großartig. Ja, also ich mache das selbst. Ich mache die meisten Dinge, gerade solche Dinge, die mache ich immer für mich erstmal. Und dann setze ich sie sozusagen dann um. Das ist der erste, und dann der zweite Teil ist, also dann 2 Wochen später, geht es dann um das Thema der Herzenswünsche. Also die eigenen Herzenswünsche zu erkunden, die eigene Herzensvision wahrzunehmen und ihr mehr Raum zu geben. Weil das ist ja dann der nächste Schritt. Erstmal überhaupt wahrnehmen, was sind das für Herzenswünsche. Zu dem Thema möchte ich noch was sagen. Weil die meisten Menschen, die gehen bei dem Thema Berufung so zielorientiert vor. Das heißt, sie haben ein Ziel, sie glauben, dass sie irgendein Ziel zu erreichen haben. Vergessen aber dabei, dass der Ursprung eigentlich die Wünsche sind, die Herzenswünsche. Weil wenn ich meine Herzenswünsche klar habe, dann leite ich daraus auch ein Ziel ab. Aber nicht, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich hinterherrenne, und dann ist es oft unkoordiniert und hat vielleicht nicht unbedingt etwas mit den wahren Wünschen zu tun. Ja? Also das nur mal so. Also das ist der zweite Teil und auch Einzelworkshop. Der dritte ist dann, wie finde ich meine Berufung? Ja, wie entdecke ich meine Berufung? Und wie gebe ich der mehr Raum im Leben? Ja? Berufung, Lebensaufgabe, den Seelenplan. Wie entdecke ich das Ganze? Entfalte ich das? Also da auch wieder 2 Wochen. Und der dritte und letzte, der vierte und letzte Workshop ist dann ja, von der Berufung erfüllt zu leben. Also wie ist es denn, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, wenn ich meine Blockaden gelöst habe, meine Herzensvision klar ist, ich weiß, was meine Berufung ist, meine Lebensaufgabe, ja, mein Seelenplan. Und dann der letzte Schritt sozusagen, das Ganze dann auch wirklich, ja, mit Leben zu füllen. Also erfüllt zu leben. Von und mit der Berufung. Und so die Termine, die stehen jetzt an. Ja, ich denke, das ist ja ein toller Workshop, wo man wirklich durch viele, viele Stationen geht, die so aufeinander aufbauen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, man Und die findet. auch, wie gesagt, buchbar sind, weil manche sind ja schon irgendwie klar oder, ne, haben schon zum Beispiel das Thema Blockaden, ist schon ganz gut gelöst, ja, und knabbern jetzt eher so mit dem Thema Herzenswünsche, ja, oder manche wissen auch schon im Grunde, was so die Berufung ist, und dann geht es darum, das wirklich erfüllt zu leben, mit Leben zu füllen, ja, und, ja, also je nachdem, wo man gerade steht. Richtig. Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, man findet natürlich deine Website ebenfalls hier direkt im TV-Fenster. Heidi Wellmann, ich-lebe-meine-berufung.de oder hier auf der Radio- und TV-Seite rechts neben dem TV-Fenster ihr schönes Banner und einfach da drauf klicken. Also man findet dich auf jeden Fall und dann kann man sich dort auch informieren und natürlich auch da nochmal nachlesen. Das war jetzt so im Schnelldurchgang, lieber Heidi. Und wer es jetzt nicht ganz behalten hat, keine Panik. Also ihr könnt da jederzeit nachlesen und natürlich auch Heidi Wellmann kontaktieren. Sie hat ja auch da eine E-Mail-Adresse oder Kontaktformular hinterlassen. Ja, Genau. Heidi, ich muss echt sagen, auch wenn keiner angerufen hat, okay. Ist zwar bei uns noch gar nicht vorgekommen, nur alles, da können wir jetzt auch wieder drüber diskutieren. Was wollte uns der Kopf denn sagen? Warum ruft denn keiner an? Ja, es ruft keiner an, weil nämlich die Sanara und die Heidi heute so ein tolles Gespräch hatten und das wollte doch niemand unterbrechen und das möchten sich auch ganz viele demnächst noch ganz in Ruhe anhören. Und wenn wir Fragen haben, wir wissen ja, wo die Heidi ist und dann können wir die nämlich kontaktieren.
Ja. Genau. Und das reden wir jetzt schön. Das ist doch schön geredet, ja. Genau. Ja, liebe Ja, so machen Heidi, wir es. wir sind schon ein tolles Team, ne? Wir sind ein tolles Team. Und außerdem, wie gesagt, heute ist alles Premiere irgendwie hier. Also warum nicht auch so? Das ist okay. Und ich bin da ganz entspannt, muss ich sagen. Also ich denke immer, das ist völlig in Ordnung, so wie du es eben schon gesagt hast. Ja, also Genau. das ist völlig in Ordnung. Es kommen wieder andere Zeiten. Also ich könnte mir gut vorstellen, lieber Heidi, das will ich dir jetzt auch mal erklären, wenn das demnächst im Radio läuft. Und dann läuft es ja als, ist es ja praktisch eine Aufzeichnung dieses TV-Videos. Ja. Dann steht bei uns das Telefon nicht mehr still. Das kann Das kann passieren, aber wir verweisen sie dann alle an dich. Das ist gut. Ja. Ich kann von meiner Warte nur ein ganz liebes Dankeschön sagen, liebe Heidi. Es ist einfach toll, dass wir heute dieses Gespräch hier geführt haben. Weißt du, es hat auch mir persönlich ganz viel gegeben, weil man so verschiedene Dinge auch nochmal angesprochen hat. Also diverse Punkte, wo man sagt, ja, das ist für uns alles so selbstverständlich und doch ist es nicht für alle Menschen selbstverständlich. Ja. Na, um sich das nochmal wachzurütteln, das finde ich ganz wichtig. Ja. Ja, es ist wirklich wichtig und es sind wichtige Themen dabei gewesen. Man könnte natürlich noch viel mehr über dieses Thema auch ja, Reinigung, feinstofflicher Körper und so. Ja. Also da gibt es ganz viel noch zu sagen. Aber es stimmt schon, so wie du sagst, manche Dinge, die sind für einen so selbstverständlich. Und ich meine, durch unsere Arbeit, wir haben halt die Möglichkeit, Dinge einfach auch mal was anderes sichtbar zu nehmen, nämlich von Menschen, die vielleicht sich mit solchen Dingen nicht so viel beschäftigen. Und da merkt man schon, dass manche Themen, die für einen selbst selbstverständlich sind, doch gar nicht so im Grunde so selbstverständlich sind. Und mir ist es schon ein Bedürfnis, da auch auf viele Dinge immer auch klar zu kommunizieren, klar aufmerksam zu machen. Ja, und ja, das bringt auch etwas. Also Bewusstsein bringt etwas. Sich bewusst zu sein, um welche Themen geht es wirklich. Und dass das vielleicht auch nur in Anführungsstrich wirklich mein Denken ist und dass das nicht die Wahrheit ist. Dass das, glaube ich, ganz vielen Menschen ist es ein Problem, in Anführungsstrich, dass sie wirklich glauben, sie können nichts wirklich ändern. Sie sind gefangen in ihrem in ihrem Leben, so wie es jetzt ist. Und da wird sich nie was drehen, groß, ja. Also sind vielleicht arbeitslos und alleine und ja, ohne Geld und wie auch immer, ja. Und viele dramatische Situationen und haben vielleicht das Gefühl, wirklich, es kann sich da nichts ändern. Aber wirklich, dass Menschen sich dann bewusst machen, doch, es kann was geändert werden, ja. Und zwar, Ja. ich habe es in der Hand, nur ich kann es machen. Es kann kein anderer machen. Ich kann darauf warten, dass irgendwie etwas Wunderbares passiert. Aber ich muss irgendetwas tun, ja. Und diese Eigenverantwortung, dass Menschen das auch immer mehr wahrnehmen, diese Eigenverantwortung, das ist mir wirklich ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Und dann natürlich den Schritt aus der eigenen Komfortzone, also von der Couch mal aufzustehen, ja. Und vielleicht mal zum Beispiel auf den Fernseher zu verzichten und sowas wie das hier abends gucken, anstatt irgendwie, keine Ahnung, ja, die Glotze anzumachen und sich berieseln zu lassen oder so, ja, Oh oder ja. rauszugehen oder wie auch immer. Also etwas zu tun, was ich vielleicht nicht immer so tue, ja, raus Genau. aus meiner Komfortzone. Und schon allein das bringt ganz, ganz viel. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Das waren wunderbare Worte jetzt von dir, liebe Heidi. Und ich denke, die sind sehr einprägend. Und ich freue mich so, weißt du, dass dieses Video hier noch mehrfach im TV laufen wird und zusätzlich dazu sogar noch im ELB-Radio. Ich denke, da hat jeder genügend Möglichkeiten, sich das ein oder andere vielleicht für sich selbst nutzbar zu machen oder mal auszuprobieren. Ich kann ja nur etwas erfahren, wenn ich etwas ausprobiere. Entweder ist es was für mich oder ich sage, Richtig. nee, das ist gar nichts für mich. Ja? Genau, das ist. Und da waren heute ganz viele, ich sag mal, Impulse bei, die du angesprochen hast, Heidi. Und da schauen wir mal, wer alles ausprobiert und ja, wer vielleicht auch einen neuen Lebenswandel für sich erfährt und vielleicht auch noch den einen oder anderen Impuls bekommt, mal an deinem Workshop teilzunehmen. Denn das, was du vorhin aufgezählt hast, ist ja sowas von umfangreich. Da hat man schon ein tolles Programm, denke ich mal, ne?
Und ich habe tierisch viel Spaß gehabt, weil ich habe jetzt gerade jetzt die letzten Wochen, Monate auch das wieder komplett überarbeitet. Also da sind ganz, ganz viele neue Dinge dabei. Und ja, also eine Menge Spaß beim sozusagen Kreieren und das Ganze zu gestalten. Und ich hoffe, dass die Teilnehmer nur, auch wenn sie nur halb so viel Spaß hatten wie ich, dann ist es gut. Ja, also. Ich denke, dann wird es auch so sein. Ja, es sind wertvolle Workshops, klar, weil ich sie gemacht habe, keine Frage, aber auch, weil ja, das sich auch so über die Jahre entwickelt hat. Also, da steckt wirklich ganz viel Herzblut und ganz viel Erfahrung auch von mir. Also, weil ich ja diese Möglichkeit habe, über Jahre mit Menschen persönlich zusammenzuarbeiten, also in Einzelcoachings oder auch durch meine Ausbildung zum Beispiel. Ich biete ja auch eine Ausbildung an, und aber auch durch die Workshops, also durch die Live-Workshops, Online-Workshops, also und all das Wissen, was ich dazu habe, und natürlich auch mein Gefühl, meine Intuition und all, ja, meine Leidenschaft sowieso, all das da drin ist, ja, also das bringt nochmal ziemlich viel und hat da auch, ja, also ziemlich wertvoll auch die Workshops sind. Aber wie gesagt, sie können noch so wertvoll sein. Jeder muss für sich einen Schritt tun und etwas machen. Richtig, richtig. Den ersten Schritt, den muss ein jeder selber tun. Und ich finde es toll, dass du hast gerade gesagt, ja, ich finde sie toll, dann nicht nur, weil ich sie gemacht habe. Du, da kannst du stolz drauf sein. Und da kannst du echt sagen, ich habe sie gemacht und ich bin da so von überzeugt und ich finde die so klasse. Und ja, schaut mal, mich hat es verändert und schau mal, was es mit dir macht. Ja, finde ich Ja. toll. Ganz toll. Ich muss da noch einen kleinen Vergleich anbringen. Das sage ich ganz, ganz oft auch in meinen Gruppen. Weil wir Frauen, wir kriegen ja auch unsere Kinder. Und wenn wir jetzt also schwanger sind, haben unser Babylein im Bauch und wir hätten jetzt Angst vor der Geburt, ja, dann können wir auch nicht herkommen und können sagen, du bist doch so lieb, kannst du mal für mich das Kind kriegen? Weil ich habe da so Angst vor, weißt du, das ist gar nicht mein Ding. Wir müssen da auch durch, egal wie auch immer, denn das geht alles nicht. Und den Vergleich habe ich schon so oft angebracht. Und ich weiß, es ist immer ein großes Gelächter ausgebrochen, weil immer wirklich, man kann das ist ja Idiotie so. Nur Ja, so. aber wir leben oft so. Wir leben unser Leben, das stimmt. Also ich finde es genial, das ist wirklich eine geniale Analogie. Also wir leben tatsächlich unser Leben oft so nach dem Motto, mach du, ja, oder wir vertrauen lieber anderen oder mal so, anstatt selbst. Und es geht einfach nicht. Ich muss es Richtig. tun. Ich Genauso wie mal. mein Kind muss sich auch selbst rauspressen. Ja, ich auch. Zwei sogar. Ja, Also, so mutig war ich da nicht. Bei einem habe ich dann aufgehört. da muss ich wirklich sagen, das ist eben halt einfach so und das ist ein schöner Vergleich. Also kann ich mich auch an alles heranwagen. Übrigens, liebe Heidi, bei mir gibt es auch gar nicht diesen Ausspruch, das kann ich nicht. Das gibt es einfach bei mir nicht. Ich weiß auch nicht, da bin ich höchstwahrscheinlich mit diesem schönen Glaubenssatz bin ich erzogen worden durch meinen Papa. Ich kann echt nur sagen, er hat immer gesagt, du, das kann ich nicht, gibt es nicht. Versuch's doch erstmal, dann wirst du merken, dass du viel mehr kannst, als du glaubst. Ja. Ja, und das war mein Leben von Anfang an. Das zeigt wieder die Kraft und die Macht der Glaubenssätze, Ja. positiv in Anführungsstrichen, negativ. Ja. Ja? Also wir haben ja, jeder von uns hat auch positive oder dienliche Ja, Glaubenssätze. Ja? klar. Wir haben dann auch viele, die nicht so dienlich sind. Meistens mehr davon, ne? Ja. Ich finde es einfach toll. Liebe Heidi, ich möchte dich einfach mal jetzt so aus der Ferne ganz liebevoll umarmen. Ein ganz liebes Dankeschön natürlich für deine. Danke dir auch. Gerne, ich tat mich so gern mit dir. Es ist kein Interview, es ist einfach so ein lockeres, schönes Gespräch, weißt du? Ja, ein ganz liebes Dankeschön natürlich auch an unsere Zuschauer. Und ich möchte jetzt auch die Zuhörer nicht vergessen, weil natürlich diese ganze Sendung auch noch im Radio übertragen wird. Und somit möchte ich mich also bei den Zuschauern und den Zuhörern ganz herzlich bedanken. Freue mich, dass ihr alle hier seid und wünsche euch so viele Impulse, die ihr heute mitnehmt von Heidi Wellmann. Denn sie ist wirklich eine Spitzenfrau. Und sie ist so erfrischend, erquickend, kann man echt sagen.
Und das merkt man schon, sie steht da volle Kanne hinter. Und nicht nur das, sie hat es selbst erfahren. Und wenn ihr euer Ding erfahren möchtet, Mensch, dann ruft sie einfach mal an oder schreibt sie an oder macht irgendwas. Nur kommt aus den Socken, kommt aus den Pötten und macht was daraus. Denn von alleine, ihr Lieben, niemand wird für euch die Kinder kriegen. Ihr müsst sie allein kriegen, ihr Frauen und ihr Männer. Niemand wird für euch die Kinder zeugen. Doch, das geht auch. Doch, das geht. Das kann ich nicht sagen. Da muss ich mir was anders einfallen lassen. Also kommt aus den Pötten. Liebe Heidi, deine letzten Worte sind bei dir. Okay, also ich danke euch zwei nochmal ganz, ganz herzlich. Es macht immer wieder Spaß, das ist hier mit euch zusammen. Das ist so wunderbar, einfach, unkompliziert und ja, einfach toll. Also ich mache das total gerne mit euch. Möchte euch auch nochmal danken, dass ihr jetzt auch so diese TV-Geschichte noch dazu genommen habt. Und ja, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und freue mich noch auf viele mehr Sendungen mit euch und danke natürlich auch an alle Zuschauer und Zuhörer dann, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und ja, vielen, vielen Dank. Und ja, fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Dann sagen wir einfach gemeinsam Tschüss und winke, Heidi. Tschüss. Tschüss. Ciao. Diesmal kann man es auch sehen. Diesmal kann man sehen, ja. Genau.